Nannerl, Wolfgang Amadeus Mozarts Schwester von Walter Hummel. Einleitung. Nannerl, die Schwester Wolfgang Amadeus Mozarts, spielte in dessen Leben eine so bedeutende Rolle, dass es keinen Lebensabriss des berühmten Meisters der Töne gibt, in dem ihrer nicht gedacht würde. Sie bleibt aber immer nur ein Stück Hintergrund, die Handlangerin und das strahlende Genie in allen seinen Zügen, allen Phasen herauszuarbeiten. Auch im schöngeistigen Schrifttum, in zahlreichen Romanen begegnen wir Nannerl, doch widerfährt ihr dabei manches Unrecht. Nannerl Mozart war nicht nur ungewöhnlich künstlerisch begabt, sondern auch charakterlich so hervorragend, dass Gestalt und Wesen der wohl bedeutendsten Pianistin ihrer Zeit ein eigenes, wenn auch noch so bescheidenes, die Quellen möglichst erschöpfendes Buch verdient. Als Kind, ob ihrer Kunst im Klavierspiel, in der ganzen Kulturwelt bewundert, erfüllt sie zugleich eine musikalische Sendung, indem sie ihrem Brüderchen die Hand reicht und seine ersten Versuche auf dem Konzertpodium erleichtert. Dem Kindesalter entwachsen ist sie die Vertraute Mozarts, auf deren Urteil er besonders in musikalischen Fragen größten Wert legt. Um ihres Bruders willen, dessen Genius sich zum Flug in die Unsterblichkeit anschickt, muss sie sich still zurückziehen und einer sehr verheißungsvollen Künstlerlaufbahn entsagen. Beglückt folgt sie von fern dem genialen Aufstieg des geliebten Bruders, opferbereit wird sie dem von ihr über alles verehrten Vater eine verlässliche treue Stütze, stellt ihre Herzenswünsche immer zurück und findet sich schließlich mit einer Vernunftehe ab. Auch im neuen schweren Pflichtenkreis als Gattin und Mutter bewährt sie sich bewundernswert. Tapfer trägt sie herbe Schicksalsschläge, überlebt alle ihre Lieben und verliert das Augenlicht, nicht aber ihre Heiterkeit und Liebenswürdigkeit. Bescheiden und still geht sie aus dieser Welt, ergreifend ist das Schicksal ihrer Nachkommenschaft. Erstes Kapitel, das Wunderkind. Ich bin vielleicht der Erste, der Ihnen von einer Neuigkeit Nachricht zu geben die Ehre hat, die bald in ganz Deutschland und vielleicht auch in entfernten Ländern ein Gegenstand der größten Bewunderung sein wird. Es sind die zwei Kinder des berühmten Mozart-Vizekapellmeister in Salzburg. Stellen Sie sich einmal ein Mägdchen von 11 Jahren vor, das die schwersten Sonaten und Konzerte der größten Meister auf dem Klavesin oder Flügel auf das Deutlichste mit einer kaum glaublichen Leichtigkeit fertig und nach dem besten Geschmack wegspielt. Das muss schon viele in eine Bewunderung setzen. Augsburger Intelligenzblatt, 19. Mai 1763. Und jetzt von Leopold Mozart. Genug ist es, dass mein Mädel eine der geschicktesten Spielerinnen in Europa ist, wenn sie gleich 12 Jahre hat. Am 8. Juli 1764. Salzburg genoss im 18. Jahrhundert nicht bloß als Residenz mächtiger und kunstliebender geistlicher Reichsfürsten, sondern auch als Sitz einer Universität einen ausgezeichneten Ruf. Von diesen angezogen kam der 18-jährige Augsburger Leopold Mozart nach Salzburg, um Theologie und Jura, später Philosophie zu studieren. Er widmete sich aber nur kurze Zeit dem Studium und wandte sich musikalisch hochbegabt bald dem Musikerberuf zu. Zunächst trat er in der für seine Zeit charakteristischen Doppelstellung eines Kammerdieners und Musikers
als vierter Violinist in die erzbischöfliche Hofkapelle ein. Im Laufe der Jahre wurde er Hofkomponist und Vizekapellmeister. Diesen Berufe blieb er bis an sein Lebensende treu. So wurde Salzburg zu seiner zweiten Heimat und aus dem Salzburgischen holte er sich, 28 Jahre alt, nach reiflicher Überlegung seine Gattin Maria Anna, die Tochter des Pflegers von St. Gilden am Abersee, Wolf Niklas Pertl. Sie war anmutig, hatte einen klaren Verstand und ein frohes Gemüt. Am 21. November 1747 ließ sich das fast gleichaltrige Paar in der Pfarrkirche zu Eigen bei Salzburg trauen. Die ersten Jahre brachten dem jungen Paar viele Sorgen, denn drei Kinder überlebten ihr erstes Lebensjahr nicht. Erst das vierte Kind brachte Glück und Sonne in die Ehe. Es war die in der Mitternachtsstunde des 30. Juli 1751 geborene Tochter. Sie wurde am 31. Juli um 4 Uhr nachmittags in der Domkirche zu Salzburg auf die Namen Maria Anna Walburga Ignatia getauft. Eine biedere Bürgersfrau Cordula Bergmeierin, die Gattin des späteren Stadtrates Bergmeier, war Taufpatin. Der Rufname des sorgsam behüteten Kindes lautete aber Nannerl. Das Licht der Welt hatte sie im dritten Stock des Hagenauer Hauses in der Getreidegasse erblickt, wo die Eltern schon 1747 eine geräumige Wohnung bezogen hatten. 4 Jahre später kam dort Wolfgang als 7. Kind zur Welt. Innige Freude mag Vater Mozart erfüllt haben, als er, der es in der erzbischöflichen Hofmusikkapelle bereits zu großem Ansehen gebracht hatte, die ungewöhnliche Begabung seiner Tochter erkannte. Als Nanna kaum 7 Jahre alt war, erteilte ihr der Vater den ersten Unterricht im Klavierspiel, wobei sich alsbald auch das Talent des kleinen Wolfgangel erweisen sollte. Vater Mozart legte für seine Kinder eigene Notenbücher an, in die er dem Brauche der Zeit folgend kleine Handstücke sorgfältig eintrug. Eigene Kompositionen oder leicht fassliche Werkchen fremder Meister, wohlgeeignet zur Erholung und Aufmunterung nach technischen Übungen. Der Vater war in der Unterweisung seiner Kinder ebenso zielbewusst wie streng. Gar oft mag die gutmütige Mutter diese Strenge gemildert haben, wenn der bisweilen ziemlich heftige Vater von den zarten Kindern allzu viel im Lernen und Üben verlangte. Bezeichnend dafür, dass der Vater oft wenig Rücksicht auf das Alter seiner Kinder nahm, ist eine Bemerkung, die er in das Notenbuch Nannerls eintrug. Diesen Menuett und Trio hat der Wolfgangerl den 26. Januari 1761, einen Tag vor seinem 5. Jahr, um 9:30 Uhr nachts, in einer halben Stunde gelernt. Nannerl brachte es dank ihrer Begabung und ihres Fleißes bald zu großer Fertigkeit im Klavierspiel und war so für das Brüderchen ein steter Ansporn. Zwischen Wolfgang und Nannerl bestand schon im zartesten Alter ein rührend herzliches Verhältnis. Ihr heiteres, weiches Gemüt machte sie auch bei allen Freunden der Mozartschen Familie beliebt. Zu ihren Jugendfreundinnen zählten die Tochter des Hausherrn Ursula Hagenauer, ferner Barbara Mölk, die Tochter des Hofrates Anton von Mölk und Luise von Robinick. Oft tollten die Mozartschen Kinder voll jugendlichen Übermut im reizvollen Robinickhof in Schallmoos bei Salzburg.
Einer ihrer Gespielen, Barbaras Bruder Josef, wurde später der erste ernsthafte Bewerber um Nannerls Hand. Vater Mozart, immer ein Zweiter, bis an sein Lebensende der Vizekapellmeister, verlegte nun all seine Hoffnungen und seinen stark ausgeprägten Ehrgeiz auf seine Kinder. Nicht nur Salzburg, sondern die kunstsinnigen Kreise der großen Welt sollten die Begabung und das Virtuosentum seiner Sprösslinge bewundern und anerkennen. So entschloss er sich, mit seinen Wunderkindern Nannerl und Wolfgang auf Reisen zu gehen. Seite 15. Seite 15. Reisen. Die erste dieser Kunstreisen wurde am 12. Jänner 1762 nach München angetreten, an den Hof des musikliebenden Kurfürsten Maximilian von Bayern. Tatsächlich erregten Nannerl und Wolfgang durch ihr Klavierspiel allenthalben Staunen und Bewunderung. Nach der Rückkehr von der Reise, die 3 Wochen gedauert hatte, bildeten sich die Kinder in täglichen Übungen unter der gewissenhaften Anleitung ihres Vaters weiter. Ihre Fortschritte waren bald so groß, dass der Vater die Zeit für gekommen hielt, seine Wunderkinder sogar dem kunst- und musikverständigen kaiserlichen Hof in Wien vorzustellen. Am 18. September 1762 brach die Familie Mozart zur zweiten Kunstreise auf. Nannerl war damals 11, Wolfgang 6,5 Jahre alt. Den Berichten, die Vater Mozart nach Salzburg schickt, entnimmt man deutlich den väterlichen Stolz. Meine Kinder setzen alles in Verwunderung. Die Kinder sind lustig und überall so, als wären sie zu Hause. Ich erhielt neuen Befehl, den 13. Oktober dahin an den Hof nach Schönbrunn zu gehen, denn, wie ich höre, will man die Kinder gelegentlich hören. Nun lässt die Zeit mehr nicht zu, in Eil zu sagen, als dass wir von den Majestäten so außerordentlich gnädig sind aufgenommen worden, dass, wenn ich es erzählen werde, man es für eine Fabel halten wird. Den 15. schickte die Kaiserin Maria Theresia durch den geheimen Zahlmeister, der in Gala vor unser Haus gefahren kam, 2 Kleider, eins für den Buben und eins fürs Mädel. Der Nannerl, ihr Kleid, war das Hofkleid einer Prinzessin. Es ist weiß broschierter Taffet mit allerhand Garnierungen. Es ist schade, dass man nichts anderes als einen Cotillon hat daraus machen können. Allein ein Miederl ist auch dabei. Aber nicht nur das Musikkönnen der Kinder entzückte allgemein. Der kleine Wolfgang, ein Miniaturkavalier voll kindlichen Charme, wurde von den Damen geherzt und geküsst. Nannerls Liebreiz und Grazie, ihr stilles, kluges Wesen gewann alle Herzen. Der unleugbare Erfolg der Wiener Reise spornte Vater Leopold zu neuen, kühneren Plänen an. Paris und London waren die weitgestreckten Ziele. Nach kaum halbjährigen Verweilen in der Heimat, während welcher Zeit eifrig geübt wurde und auch den Schulunterricht erteilte der Vater, verließ die Familie Mozart am 9. Juni 1763 die erzbischöfliche Residenz. Es war die dritte und größte Kunstreise, die Nannerl mitmachte. Was für Mühen und Schwierigkeiten mit solchen Reisen in der Kutsche, auf der meist auch ein leichtes Klavikord Platz finden musste, auf den schlechten Straßen mit den zahllosen Zollgrenzen verbunden waren,
kann man sich heute kaum vorstellen. Über den Verlauf der Reise und die zahlreichen Erlebnisse geben uns die Briefe des Vaters und das von Nannerl auf Wunsch des Vaters geführte Tagebuch ein lebendiges und nahezu lückenloses Bild. Schon auf der Fahrt durch deutsche Lande gab es große künstlerische Erfolge, von denen der Vater mit Stolz berichtet. So hebt der Nannerls Leistungen in München besonders hervor. Die Nannerl hat mit dem größten Applausen sowohl beim Kurfürsten als beim Herzog gespielt oder in Schwetzingen. Meine Kinder haben ganz Schwetzingen in Bewegung gesetzt und die kurfürstlichen Herrschaften hatten ein unbeschreibliches Vergnügen und alles geriet in Verwunderung. Ein französischer Oberst, der beständig in Indien gedient hat, verehrte der Nannerl ein Ringel, das etwas mehr als einen Louis d'Or wert sein mag. Und dem Wolfgang ein artiges Zahnstocherbüchsel. Besonders bedeutsam ist des Vaters Nachricht aus Frankfurt am Main. Die Nannerl leidet nun durch den Buben nicht mehr, indem sie so spielt, dass alles von ihr spricht und ihre Fertigkeit bewundert. Hier wurde das Konzert dreimal wiederholt. Der damals 14-jährige Wolfgang Goethe hörte am 18. August 1763 die beiden Wunderkinder in einer Akademie und erinnert sich noch im vorgerückten Alter des kleinen Mannes in seiner Frisur und Degen. Die Schwester erwähnte er aber nicht eigens. Von Mainz bis Bonn wurde der Rhein befahren, dann ging es mit der Post über Brühl nach Köln und weiter nach Aachen, wo nach Nannerls Aufzeichnungen vor Prinzessin Amalie, der Schwester des Königs von Preußen, konzertiert wurde. In den damals österreichischen Niederlanden führte der Weg über Lüttich, Tirlemont und Löwen nach Brüssel. Hier wartete der Vater durch mehrere Wochen auf die Aufforderung zu einem Konzert vor dem Prinzen Karl von Lothringen, dem Gubernator und Generalstatthalter der österreichischen Niederlande, einem Bruder Franz des Ersten von Lothringen. In Adelskreisen aber haben die Kinder Mozart ihre Kunst bereits erwiesen, denn der Vater bemerkt: Das Mädel hat niederländische Spitzen vom Erzbischof und anderen Kavalieren, Saloppenmäntel und so weiter erhalten. Endlich gelang es aber doch, auch vor dem Prinzen zu musizieren. Nun ging es über Mont nach Paris. In der kunstsinnigen Metropole Frankreichs setzte nicht bloß Wolfgang, sondern auch Nannerl alles in Bewunderung. Begeistert schreibt der hochgebildete und musikverständige Sekretär des Herzogs von Orléans, Friedrich Melchior Grimm, über den Eindruck, den die Wunderkinder machten. Herr Kapellmeister von Salzburg namens Mozart ist hier soeben mit zwei ganz allerliebsten Kindern eingetroffen. Seine 11-jährige Tochter spielt das Klavier auf brillante Manier. Mit einer erstaunlichen Präzision führt sie die größten und schwersten Stücke aus. Und des Vaters Urteil über Nannerl lautete: Ein Mädel spielt die schwersten Stücke, die wir jetzt von Schobert und Eckhart und so weiter haben, darunter die eckhartischen Stücke, noch die schwerer sind, mit einer unglaublichen Deutlichkeit und so, dass der niederträchtige Schobert seine Eifersucht und seine Neid nicht bergen kann. An den Hof von Versailles vorzukommen, gelang erst
am Weihnachtsabend. Es wurde von Ludwig XV. Und der Gemahlin des Dauphins, Marie-Antoinette, musiziert. Nadal weiß auch so manches zu berichten, so über das Verhalten der Mätresse des allerchristlichsten Königs von Frankreich, der allmächtigen Marquise von Pompadour, dass sich gar sehr von dem der Kaiserin Maria Theresia gegenüber den Kindern unterschied. Die Abreise von Paris erfolgte am 10. April. In Calais sahen sie alle das Meer zum ersten Mal, was Nannerl im Tagebuch eigens vermerkt. Wie das Meer ablaufet und wieder zunimmt. Mit einem eigenen Schiff wurde der Kanal überquert und dann nach London gereist. Wieder werden manche Eindrücke in kindlicher Einfalt festgehalten. In London habe ich gesehen, einen Esel hat weiße und kaffeebraune Striche und so gleich, dass man es nicht besser malen konnte. Im Gegensatz zu Brüssel und Paris gelang es Vater Leopold, in kürzester Zeit die Kinder dem Hofe vorzuführen, den die huldvollen Majestäten König Georg III. Seine junge Gemahlin Charlotte Sophie, Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz, liebten und pflegten die Musik. Der König hielt ein eigenes Privatorchester und einen Kirchenchor mit tüchtigen Sängern und Sängerknaben. Die Königin sang und spielte Klavier. Wir waren also schon den fünften Tag nach unserer Ankunft am Hofe. Die Gnade, mit welcher sowohl seine Majestät der König als die Königin uns begegnet, ist unbeschreiblich. Kurz zu sagen, beider Umgang und beider freundschaftliches Wesen ließ uns gar nicht mehr denken, dass dies der König und die Königin von England wären. Man hat uns an allen Höfen noch ganz ordentlich höflich begegnet. Allein diese Art, die wir hier erfahren, übertrifft alle die anderen. Die Anzeige zum ersten öffentlichen Konzert am 31. Mai klang allerdings recht marktschreierisch, denn es wird ihr beigefügt. Es wird diese Gelegenheit ergriffen, dem Publikum das größte Wunder vorzustellen, dessen sich Europa und die Menschheit überhaupt rühmen kann. Der Public Advertiser zeigte für den 5. Juni das große Instrumentalkonzert im großen Saale des Spring Gardens mit den Worten an: Mozart, 11 Jahre alt, und Master Mozart, 7 Jahre alt, beide Wunder der Natur. Und wirklich kam es zu großen Erfolgen. Die Kinder wurden in Gedichten besungen, von Festrednern gefeiert, von Künstlern gemalt. Vater Leopold erkrankte schwer, Mutter und Tochter bangten um sein Leben. Nach der Genesung des Vaters wurde die Konzerttätigkeit wieder aufgenommen, die allerdings nicht mehr den gewünschten wirtschaftlichen Ertrag einbrachte. Die Rückreise von England wurde am 24. Juni 1765 angetreten und ging über Canterbury nach Dover und von da nach Calais und in die Niederlande, nach Gent, Antwerpen, Rotterdam und Den Haag. Hier lebten die Eltern Angst und Bange, Sorgen, denn zuerst erkrankte Wolfgang und dann Nannerl. Deren Lungenentzündung war so schwer, dass sie mit den Sterbesakramenten versehen werden musste. Eingehend schildert der Vater seinen Kummer. Ich musste wieder meine Neigung nach Holland gehen, um all da meine arme Tochter wohl nicht zu verlieren, doch schon fast in den letzten Zügen zu sehen. Und wer trieb mehr nach Holland zu gehen als meine Tochter? Brief vom 5. November. Ein armes Kind sah die Gefahr selbst ein und empfand ihre Schwäche.
Ich bereitete sie zur Resignation in den göttlichen Willen. Sollte jemand unsere Unterredung, die wir drei, meine Frau, ich und meine Tochter, manchen Abend zusammen hatten, wo wir dieselbe von der Eitelkeit dieser Welt, von dem glücklichen Tode der Kinder überzeugt gehört haben, der würde ohne nasse Augen es nicht angehört haben, da inzwischen Wolfgang im anderen Zimmer sich mit seiner Musik unterhielt. Der nun herbeigekommene ehrliche alte Professor Zwenke, den die Prinzessin von Weilburg geschickt, änderte die Behandlung vollständig und zwar mit Erfolg. Die Prinzessin, die in ihrer Bewunderung für die beiden jugendlichen Künstler auch innigste Teilnahme mit ihren Leiden fühlte, hatte ihren Leibarzt zu Mozart gesendet. Die Auslagen waren sehr hoch, doch der so sparsame Vater spricht das schöne Wort. Basta. Was ist es um das Geld, wenn ich nur mit den meinigen wieder gesund davonkomme? In den Konzerten in Amsterdam am 29. Jänner und 26. Februar 1766 konnte Nalas schon wieder auftreten. Auf der Weiterreise nach Paris wurde Mechelen und Valenciennes berührt, in Paris und Versailles wiederholt konzertiert. Einer Äußerung des Barons Grimm ist zu entnehmen, dass Nannerl durch ihre Erkrankung in Den Haag weder an ihrer Anmut noch an ihrer Künstlerschaft etwas eingebüßt hatte. Mademoiselle Mozart, jetzt 13 Jahre alt, übrigens von der Natur sehr begünstigt, hat die schönste und gelungenste Ausführung auf dem Klaviere. Am 9. Juli wurde von der französischen Hauptstadt Abschied genommen. Nun ging es durch Burgund nach Dijon und Lyon und dann durch die Schweiz zunächst über Genf nach Lausanne. Hier rief ein Festredner, der das unbegreifliche Wunder des kleinen Orpheus feierte, aus. Was kann für ihn den Vater angenehmeres sein, als zwei liebenswerte Kinder zu sehen, viel vergnügter über seine Gutheißung, welche sie mit einer zärtlichen Unruhe in seinen Augen suchen, als über den Beifall der ganzen Welt. Über Bern fuhr hierauf die Familie Mozart nach Zürich, wo sie vom Dichter Salomon Gessner betreut wurde. Er widmete ihr zum Abschied seine Werke. Endlich reiste man weiter über Winterthur und Schaffhausen wieder in deutsche Lande nach Donaueschingen, Ulm, Augsburg und München. Infolge einer neuerlichen Erkrankung Wolfgangs kehrten die Mozarts erst am 30. November 1766 nach Salzburg zurück. Die Reise hatte fast 3,5 Jahre gedauert, war reich an künstlerischen Erfolgen, aber auch eine arge Zumutung an die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit der Kinder. Seite 26. Zwei Wochen vor seiner Rückkehr hatte Vater Leopold Mozart an den Hausherrn Lorenz Hagenauer in Salzburg einen Brief geschrieben, aus dem die hohe Auffassung seiner väterlichen Pflichten deutlich hervorgeht. Es handelte sich um die notwendige Änderung der Wohnungseinteilung, welche sie zum Teile selbst einsehen und bei unserer, Gott gebe, glücklichen Ankunft mit Augen sehen werden. Gott, der für mich bösen Menschen allzu gütige Gott, hat meinen Kindern solche Talente gegeben, die ohne an die Schuldigkeit des Vaters zu gedenken mich reizen würde, alles der guten Erziehung derselben aufzuopfern. Jeder Augenblick, den ich verliere, ist auf ewig verloren. Und wenn ich jemals gewusst habe, wie kostbar die Zeit für die Jugend ist, weiß ich es jetzt.
Sie wissen, dass meine Kinder zur Arbeit gewohnt sind. Sollten Sie aus Entschuldigung das eines, das andere verhindert, sich an müßige Stunden gewöhnen, so würde mein ganzes Gebäude über den Haufen fallen. Die Gewohnheit ist eine eiserne Pforte, das heißt Hemd. Die großen Erfolge der Reise verleiteten den Vater keineswegs zur Ruhe und Untätigkeit. Der Unterricht der Kinder wurde weiterhin zielbewusst fortgesetzt, bei Wolfgang aber mehr als bei Nannerl, auch auf die Musiktheorie ausgedehnt. Schließlich wollte der Vater die Fortschritte der Kinder noch einmal dort zeigen, wo sie vor 5 Jahren so glänzende Aufnahme gefunden hatten, in Wien. Der äußere Anlass zur Reise war die Aussicht, bei den Vermählungsfeierlichkeiten einer kaiserlichen Prinzessin künstlerisch hervortreten zu können. Die Reise stand aber vorerst unter einem unglücklichen Stern. Am 11. September 1767 verließ die Familie Mozart Salzburg. Am 15. war man bereits in der kaiserlichen Residenzstadt. Die an den Aufenthalt bei Hof geknüpften Erwartungen und Hoffnungen erwiesen sich jedoch nur zu bald trügerisch. Wenige Tage nach Ankunft der Familie Mozart wurde Wien von einer Blatternepidemie heimgesucht, die Angst und Schrecken über die Stadt verbreitete. Von Haus zu Haus schlich diese tückische Seuche, sprang über auf Paläste und machte auch vor dem kaiserlichen Schloss nicht Halt. Eine Prinzessin fiel ihr zum Opfer. Hals über Kopf flohen die Mozarts nach Olmütz. Hier ereilte aber auch sie das Schicksal. Zuerst erkrankte Wolfgang, dann Nannerl an den Blattern. Bald schwebten beide Kinder in höchster Lebensgefahr. Am 29. November schreibt der Vater: Item iterum quaetideum laudamus. Meine Tochter hat die Blattern glücklich überstanden. Sie hatte die Blattern so glücklich, dass sie ihr gar nichts dem Wolfgang aber nur wenig ansehen werden. Auf der Rückreise verweilten die Mozarts 14 Tage in Brünn, wo sie auch Weihnachten verbrachten, und erst am 10. Jänner langten sie in Wien ein. Wie vor 5 Jahren spielten die Kinder wieder vor den Majestäten. Der Vater berichtet hierüber: Überhaupt muss ich nur sagen, dass sie sich unmöglich vorstellen können, mit was für einer Vertraulichkeit Seine Majestät die Kaiserin mit meiner Frau sprach und sich teils wegen der Blattern meiner Kinder, teils wegen den Umständen unserer großen Reise etc. unterhielt, sie im Gesicht über die Wangen strich und bei den Händen drückte und der Nannerl sehr oft die Röte ins Gesicht trieb. Der jugendliche Kaiser Josef II. Unterhielt sich mit Vorliebe mit dem reizvollen Mädchen und zeichnete sie, so oft sie am Hofe erschien, in jeder Weise aus, neckte sie und scherzte mit der klugen und humorvollen Salzburgerin. Die Rückreise nach Salzburg erfolgte erst im Dezember 1768. Die Reise hatte über 1 Jahr gedauert. Im Ganzen waren nunmehr die beiden Kinder durch 7 Jahre nahezu pausenlos von Hof, von einer Akademie zu anderen geführt worden, und es mutet wie ein Wunder an, dass die Wunderkinder die mannigfachen Strapazen durchhielten. Besondere körperliche Kräfte waren ja den Sprösslingen der Ehe Leopold Mozarts nicht beschieden, sonst wären von 7 Kindern nicht nur 2 herangewachsen. Lebensweise und Ernährung waren höchst unregelmäßig und daheim musste man oft sehr bescheiden sein. Die in den Reisetagebüchern der Familie als Katarrhe bezeichneten Erkrankungen waren wohl Halsentzündungen und schwere Bronchitis, meist mit Fieber und wochenlangem Bettlager verbunden.
Dazu kamen dann noch die Kinderkrankheiten, Scharlach, Lungenentzündung, Blattern, wahrlich genug der Aufregung und Sorgen. Gewiss mühten sich die Eltern aufopfernd und liebevoll um ihre erkrankten Kinder. Aber die ärztliche Kunst war damals noch nicht auf der heutigen Höhe. Hygiene ein nahezu unbekannter Begriff und Fehlbehandlungen waren häufig. Eine solche hätte ja auch Nannerl im Haag beinahe das Leben gekostet. Die Nachwelt schilderte die beschwerlichen Reisen der Wunderkinder meist in den anmutigen Farben des sterbenden Rokoko. Der rauen Wirklichkeit wurde nur wenig gedacht. Für die künstlerische Entwicklung Wolfgangs waren die Reisen hoch bedeutsam, der Beginn eines strahlenden Aufstieges. Nannerl dagegen erlebte an der Seite ihres Bruders als Künstlerin den glücklichsten und glanzvollsten Abschnitt ihres Lebens. Dann verschwand sie vom großen Welttheater und agierte nur helfend und zu jedem Opfer bereit hinter den Kulissen. Ab 1769 hatte Nannerl keine Gelegenheit mehr, außerhalb der engeren Heimat als Künstlerin hervorzutreten. Sie war mit 17 Jahren zur anmutigen Jungfrau herangewachsen und wie das Mozartsche Ehepaar zur Zeit seiner Vermählung als die schönsten Menschen in ganz Salzburg galten, war Nannerl das schönste Mädchen der Stadt. Ob sie auch von ehrgeizigen Zukunftsplänen erfüllt war, nunmehr bewusst zugunsten ihres genialen Bruders in den Hintergrund trat, wissen wir nicht. Jedenfalls lebt Nannerl im Gedächtnis der Nachwelt nur als das 11- bis 17-jährige Wunderkind. Von ihrem weiteren Schicksal nahm man wenig Kenntnis. Zweites Kapitel: Im Schatten des Bruders. Wolfgang Amadeus Mozart ist das Strahlende, sein Werk, seine Persönlichkeit überblendet Eltern und Schwester, taucht Freund und Gegner in die Flut seines Glanzes, ja überstrahlt sogar das tragische Dunkel des eigenen allzu früh vollendeten Schicksals. Hans Schurich. Für Nannerl kam nun eine Zeit selbstloser Entsagung, denn während der drei Reisen, die Wolfgang mit dem Vater nach Italien unternahm, wo er mehr als Komponistin als Virtuose glänzte, blieb Nannerl bei der Mutter in Salzburg. Gerade in der Zeit der Trennung offenbarten sich die Liebe, Zärtlichkeit und Anhänglichkeit des Bruders, die ihr in unerschöpflichem Maße zuteil wurden und die sie auch wirklich verdiente. Wolfgang schrieb meist im Anschluss an die Briefe des Vaters Nachsätze an Nannerl, die als allerliebste Schwester, Herzensschwesterchen oder Cara Carissima Sorella anredet. Schon der erste Brief des Vaters, der am 14. Dezember 1769 von Wörgl an die Gattin Maria Anna gerichtet ist, enthält einen Zusatz Wolfgangs für Nannerl. Von Verona aus folgte ein ebensolcher am 7. Jänner 1770. Der Brief vom 26. Jänner aus Mailand beweist, dass Wolfgang wohl wusste, wie seine anmutige Schwester umworben war, denn er bezieht sich auf ihren Verehrer Josef von Mölk. Mich freut es recht von ganzem Herzen, dass du bei dieser Schlittenfahrt dich so ergötzet hast, und ich wünsche dir 1000 Gelegenheiten zur Ergötzung, damit du recht lustig dein Leben zubringen mögest. Aber eines verdrüßt mich, dass du den H. von Mölk so unendlich seufzen und leiden hast lassen, dass du mit ihm nicht Schlitten gefahren bist, damit er dich hätte umschmeißen können. Wie viel Schnupf
Dichl wird derselbigen Tag wegen deiner gebraucht haben vor Weinen. Es ist nicht verwunderlich, dass die schöne und dabei weltkluge Marianne den ziemlich spießbürgerlichen und grobkörnigen Herrchen keinen Geschmack abgewinnen konnte. Sie hatte ja schon als kleines Mädchen auf ihren Reisen Gelegenheit, wirklich bedeutende und vornehme Menschen kennenzulernen, von ihnen bewundert zu werden, es sei nur an Kaiser Joseph II. Erinnert. Zwischen den Geschwistern gab es nur wenig Geheimnisse und oft tauschten sie ihre Herzensangelegenheiten aus. Sie waren einander in aufrichtiger, neidloser Freundschaft zugetan. Wiederholt spielte Nanna für den stets lieb verliebten Bruder den Postillon d'amour, wobei sie sich recht geschickt angestellt haben muss. Den Wolfgang zollt ihr hohes Lob. Bisweilen ist die Schwester Kanaille eine beliebte Zielscheibe seines Spottes und Übermutes, die sie als echte Mozart-Heiter zu würdigen verstand. Einmal rühmt der damals 14-jährige Wolfgang ihr wunderbares Pflege-Pferdegesicht, dem er 100 Busserl und Schmalzer schickt. Ein andermal dichtet er ihr 3 Kröpfe an, worauf der Vater, der als urwüchsiger Schwabe Sinn für Humor hatte, seinen Sohn dahin belehrte, dass die Nannerl als gute Salzburgerin nur mit einem kleinen Kropf aufwarten könne und dieser eine Salzburger Nationalschönheit wäre. Auf den authentischen Bildern ist aber bei Nannerl nur ein schlanker, schön geschwungener Hals zu bemerken, von einem Kropf ist nichts zu sehen. Manche Briefe Wolfgangs an Nannerl wirken durch ihr Kauderwelsch, ein Gemisch von Französisch, Italienisch, waschechten Salzburgisch, höchst drollig. Ich hoffe, meine Königin, schreibt Wolfgang von Wien am 21. August 1773 an die Schwester. Du wirst den höchsten Grad der Gesundheit genießen und doch dann und wann oder vielmehr zuweilen oder besser bisweilen oder noch besser qualche volta, wie der Welsche spricht, von deinen wichtigen und dringenden Gedanken, welche allzeit aus der schönsten und sichersten Vernunft herkommen, die du nebst deiner Schönheit besitzest, obwohl in zarten Jahren und bei einem Frauenzimmer fast nichts von Obgesagten verlangt wird, du, o Königin, auf solche Art besitzest, dass du die Mannsperson, ja sogar die Greise beschämst, mir etliche davon aufopfern. Hier hast du was Gescheites. Nannerl und Wolfgang tauschten aber brieflich nicht bloß Persönliches aus, sondern sie kamen oft auf ihre Kunst zu sprechen. Nannerl versuchte sogar selbst zu komponieren und fand dabei die Anerkennung ihres Bruders, der ihr in herzliche Liebe an die Hand ging. Den 12. Menuett von beiden, den du mir geschickt hast, gefällt mir recht wohl und den Bass hast du unvergleichlich dazu komponiert, ohne mindesten Fehler, und ich bitte dich, probiere öfter solche Sachen. Neapel, 19. Mai. Ich habe mich recht verwundert, dass du so schön komponieren kannst. Mit einem Wort, das Lied ist schön und probiere öfter etwas. Rom, 7. Juli 1770. Von Nannerls Kompositionen ist leider keine Zeile erhalten. Andererseits legte Wolfgang auf das Urteil seiner Schwester großen Wert. Wiederholt sandte er ihr Kompositionen, die hauptsächlich für den eigenen und der Schwester Gebrauch bestimmt waren, zum Beispiel vierhändige Klaviersonaten. Manche Änderung und Verbesserung in seinen Werken wurde von ihrer Kritik angeregt. Zu Nannerls Geburtstag am 30. Juli 1776 widmete ihr Wolfgang einer glaubwürdigen Überlieferung nach ein Divertimento in D-Dur, Köchelverzeichnis 251, für 7 Solisten, Oboe, 2 Violinen, Viola, Bass und 2 Hörner mit dazugehöriger Marcia alla Francese.
Die Zeit zur Pflege ihrer geliebten Kunst mochte sich Nannerl oft mühsam abgespart haben, denn sie hatte nicht nur bereits tüchtig im Haushalt zu helfen, sondern auch erst 21 Jahre alt Klavierunterricht zu geben, wozu sie der Vater von Italien aus ermunterte. Brief vom 12. Dezember 1772. Ich lasse die Nannerl grüßen und ihr sagen, dass sie die kleine Zezi mit Fleiß und Geduld lehren soll. Ich weiß, dass es zu ihrem eigenen Nutzen ist, wenn sie sich gewöhnt, jemand anderen etwas gründlich und mit Geduld zu zeigen. Ich schreibe es nicht umsonst. Dem sparsamen Vater war es sehr willkommen, dass Nannerl durch den Klavierunterricht zum Familienunterhalt beitragen konnte. Tut mir das Geld sparen, schreibt der Vater nach Hause. Denn Geld müssen wir haben, wenn wir eine Reise vornehmen sollen. Mich reuet jeder Kreuzer, den wir in Salzburg ausgeben. Dankbar ist aber der Vater, wenn Nannerl einer Andeutung Wolfgangs folgend ihre Hilfe leiht. Alles ist nur bedeutungsvoll und wichtig im Hinblick auf ihn. Die Karriere und der Ruhm des Bruders drängen Nannerl immer mehr in den Schatten, verdunkeln ihre eigene Persönlichkeit. Sie war ein liebenswerter, warmblütiger, stets hilfsbereiter Mensch, für jeden Spaß zu haben, voll Humor und Lebensklugheit. Seite 37. Der Freundeskreis. Erholung bot Nannerl ihr Freundeskreis, den Dr. Beitinger schildert. Da vor allem die treue Eberlin Waberl, die Tochter des verstorbenen Hofkapellmeisters Ernst Eberlin, ein in Musik und Literatur wohlerfahrenes Mädchen, dann die Adelgasser Viktorl, Tochter des Hoforganisten Adelgasser, die sich sehr auf das Frisieren verstand, und beim Frisurkoffee im Hause Mozart der Nannerl immer wieder den komplizierten Turmbau der damaligen hohen Haartracht in Ordnung brachte und so unterhaltend von den neuesten Modeschöpfungen zu plaudern wusste. Nicht zu vergessen die Resche, Schuhslatte, Kilowski, Katerl, die immer auf der Jagd nach einem Bräutigam war und interessanten Stadtklatsch ins Haus brachte. Wie freute man sich im trauten Kreise, wenn wieder ein Brief des Vaters und Wolfgangs eintraf und über die Triumphe des jungen Maestro im kunstbegeisterten Italien neueste Kunde brachte. Dass man fleißig musizierte und Wolfgangs neueste Kompositionen spielte, war selbstverständlich. Oft gab es aber auch ein Spielchen wie Schmieren und Brandeln. Wöchentlich ein- oder zweimal versammelten sich die Mitglieder der Bölzelschützengesellschaft zum Scheibenschießen in der Wohnung der Familie Mozart. Dass dieses 1773 ins Tanzmeisterhaus auf den Hannibalplatz, heute Markatplatz, übersiedelt war, stand auch eine Kegelbahn zur Verfügung, wo man fleißig die Kugel rollen ließ. Waren dann Vater Mozart und Wolfgang wieder einmal von einer Kunstreise zurückgekehrt, dann gab es Hauskonzerte. Für Arbeit, Kunst und Genuss und Unterhaltung war also im Hause Mozart immer gesorgt. Bei den Dilettantenkonzerten, die manche Adelsfamilien in ihren Häusern veranstalteten, war Nannerl ein sehr wünschter Gast, da sie es glänzend verstand, zu akkompanieren, begleiten und mit ihrem glänzenden Spiel als Solistin gar oft den durch das Geklimper und Gekratze der adligen Musiker in Frage gestellten Erfolg solcher Konzerte herausriss und rettete. In München hatte sich Nannerl bescheiden darein gefügt, an keiner der Italienreisen ihres Bruders teilnehmen zu können,
So wäre es ihr umso schwerer gefallen, im Winter 1774-75 daheim bleiben zu müssen, als Vater und Wolfgang nach dem nahen München fuhren. Diese Enttäuschung blieb ihr aber doch erspart. Der Vater schreibt am 16. Dezember 1774 an seine Frau. Nun hat Nannerl eine Wohnung bei der verwitweten Frau von Durst. Die Nannerl bekommt ein eigenes Zimmer zum Schlafen, zwar etwas finster, allein die übrige Zeit wird sie bei der gnädigen Frau in deren Zimmer zubringen, das nach dem großen Marktplatz hinausgeht und wohin auch ein Flügel gesetzt werden wird. Nannerl wird also das Klavierrecht exerzieren, insbesondere die Sonaten von Paradis und Bach und das Konzert von Luccini spielen. Seite 40. Seite 40. Und am 5. Januar 1775 kann der Vater melden: Gestern ist Nannerl gegen 2 Uhr nachmittags glücklich in München angelangt. Wir waren den Abend bis 8 Uhr bei ihr, jetzt ist Wolfgang zum Kaffee bei ihr. Die Ankunft der Schwester war für Wolfgang eine gar freudige Überraschung. Nannerl fühlte sich bei der gnädigen Frau Durst, gewesene Salzmeierin zu Reichenhall, zu welcher Herr von Mölk so oft hingefahren war, sehr wohl. Als Künstlerin freilich trat sie nicht auf, doch wurde sie zu ihrer Freude Zeuge des großen Erfolges, den ihr Bruder mit der im Auftrag des musikliebenden Kurfürsten Maximilian III. Von Bayern für den Karneval 1775 komponierten Oper La Finta Giardiniera errang. Die Mozarts blieben noch den ganzen Februar in München und genossen die Freuden des Karnevals in Gesellschaft mehrerer Salzburger Freunde, darunter auch Nannerls Verehrer des unvermeidlichen Herrn von Mölk in vollen Zügen. Nannerl, Marianne Freifrau von Berchtold zu Sonnenburg, schreibt zu nebenstehendem Bild am 24. Februar 1799 an die Firma Breitkopf und Sohn: Ich übersende Ihnen auch einen Kupferstich, der, wie wir in Paris waren, gestochen worden ist. Hieraus sehen Sie, dass mein Bruder ein recht hübsches Kind war. Erst nach den Blattern 1767 hatte er sich so verunstaltet und noch mehr, wie er 1771 von Italien zurückgekommen, bekam er die welsche gelbe Farbe, die ihn ganz unkenntlich machte. Er war ein kleines, doch proportionales Kind. Mozart mag in seiner übersprudelnden Laune gar oft mit dem unglücklich Verliebten seine Späße getrieben haben. Nannerl scheint nie mehr so unbeschwerte Tage erlebt zu haben. Es harrten ihrer bald bedrückend sorgenvolle Zeiten. Drittes Kapitel: Stütze des Vaters. Ich muss dir sagen, dass die Nannerl im Hauswesen in allen erstaunlich fleißig, arbeitsam und aufmerksam auf alles ist, und sie spielt, so oft sie kann und akkompaniert, recht gut. Täglich abends sind 2 bis 2,5 Stunden wenigstens unsere Übungszeit. Leopold Mozart an seine Frau, 27. Oktober 1777. Die folgenden Jahre bedeuteten für Nannerl einen neuen Lebensabschnitt, der von ihr viel Entsagung und Opferbereitschaft forderte. Da Wolfgang
nach der erstmaligen Entlassung aus dem erzbischöflichen Dienst die Reise nach Paris mit seiner Mutter antrat, musste Nannerl die Führung des väterlichen Haushaltes zur Gänze übernehmen. Diese Aufgabe verblieb ihr bis zur Gründung eines eigenen Hausstandes. Die Mutter kehrte nicht mehr heim. Ihre Lebensbahn läuft nun in der strengen Gesetzmäßigkeit und ständigen Ordnung des ausgehenden Barocks, in der die Frau fast immer in den Bereich der Häuslichkeit gebannt bleibt. Ein Glück war es, dass ihr zwei treue Seelen zur Seite standen, Dresel und Nandl, die sie übrigens auch zum künstlichen Aufbau ihres Kopfputzes brauchte. Die Reise nach Paris konnte der Vater nicht mitmachen. Ihm war der Urlaub vom Erzbischof versagt worden. Dafür musste die Mutter den Sohn begleiten, der den Eltern in Geldsachen noch zu unerfahren dünkte. Zwei Tage nach der am 23. September 1777 erfolgten Abreise bemerkte der Vater in seinem Brief an die Gattin. Die Nannerl weinte ganz erstaunlich und ich musste mir alle Mühe geben, sie zu trösten. Sie klagte Kopfweh und Grausen im Magen. Endlich kam ihr ein Erbrechen und sie spie tapfer, band ihr den Kopf ein, legte sich ins Bett und ließ die Fensterläden zumachen. Der betrübte Pimpers, eine Hündin, lag zu ihr. Den Abend war die Nannerl gesund und hungrig. Vater und Schwester fühlten sich gar vereinsamt. Bezeichnend ist auch, dass sich Leopold Mozart im Brief vom 29. September an seine Frau unterzeichnet, als der alte verlassene Einsiedler mit seiner Häuserin Mozart. Diesen Brief fügt Nannerl eine Nachschrift bei. Dass Mama und der Hans Wurst lustig und wohlauf sind, habe ich mit Vergnügen gehört, aber wir armen Waisen müssen halt Trübsal blasen und Langeweile geigen. Apropos Pimperl, sei so gut und schick mir bald ein kurzes Präambulum. Wolfgang bemühte sich, seine Schwester aus der Ferne aufzuheitern. So schreibt er aus Mannheim am 20. Dezember 1777 folgende Knittelverse gleichzeitig an seine Schwester und die Hausfreundin Rosalie, die schon reichlich fortgeschrittenen Alters war. Meine liebste Sallerl, mein Schatzerl, meine liebste Nannerl, mein Schwesterl, ich tu mich halt bedanken für deinen Glückwunsch, Engel, und hier hast ein von Mozart, von den grobeinzigen Bengel, ich wünsch dir Glück und Freude, wenn's doch die Sachen gibt, und hoff, du wirst mich lieben, wie dich der Wolf verliebt. Ich kann dir wahrlich sagen, dass er dich tut verehren, er luft dir ja ins Foyer, wenn's zu Staatsbegehren. Ich mein, ich muss so schreiben, wie er zu reden pflegt, mir ist so frisch vor Augen die Liebe, die er hegt, für seine Jolie Sallerl und seine Schwester Nanzerl. Ach, kommt geschwind her, ihr Lieben, wir machen geschwind ein Tanzerl, es sollen leben alle, der Papa und Mama und die Schwester und der Bruder, hui sasa, hup sasa. So wie Wolfgang seiner Schwester die Trennung durch ausführliche Briefe und übermütige Späße zu erleichtern versuchte, bemühte sich Nannerl, den Vater aufzumuntern, ihm nicht bloß im Hauswesen, sondern auch seelisch eine Stütze zu sein. Der Vater weiß auch, was ihm gerade während des Fernseins von Gattin und Sohn die Tochter bedeutet. Er sagt dies deutlich in seinem Brief vom 23. Februar 1778 an Wolfgang. Hätte ich nicht eine Schwester und Herrn Bullinger, diesen wahren Freund, so wäre ich vermutlich nicht imstande, dir diesen Brief zu schreiben, an dem ich schon zwei Tage schreibe. Ich muss meine Angst aller Welt verbergen.
Diese sind die beiden einzigen Personen, die alles wissen dürfen und die mich trösten. Trotz gewissenhafter Pflichterfüllung in ihren hausfraulichen Pflichten vernachlässigte Nannerl das Klavierspiel nicht. Vater Mozart teilt seinem Sohn am 26. Jänner 1778 mit, dass der Violinist Janitsch und der Violoncellist Reicher aus der Kapelle von Wallerstein, welche in Salzburg Konzerte gaben, absolut in anderen Spielen hören wollten. Sie ließen sich entwischen, dass es ihnen nur darum zu tun war, aus ihrem Guster auf deine Spielart zu schlüssen, so wie sie sehr darauf drangen, etwas von deiner Komposition zu hören. Sie spielte deine Sonate von Mannheim recht trefflich, mit aller Expression. Sie waren über ihr Spielen und über die Komposition sehr verwundert. Sie akkompanierten dann Nannerl auch dein Trio fürs Klavier B und recht vortrefflich. Er berichtet dann weiter, dass diese Kompositionen und die Spielart der Nannerl, die immer sagte, ich bin nur die Schülerin meines Bruders, den beiden Herren die größte Hochachtung abzwangen. Auch ihre Unterrichtstätigkeit setzte Nannerl eifrig fort. Der Vater erwähnte mal, dass sie durch den Unterricht bei der kleinen Wallis monatlich 10 Gulden verdiene. Mit ihrem Verdienst vermochte sie nicht nur ihre persönlichen Bedürfnisse, zum Beispiel Kleider zu bestreiten, sondern sogar ihrem Bruder zu helfen, als er in Mannheim in Geldnöte geriet. Ein glücklicher Bruder, ruft Wolfgang gelegentlich aus, so eine gute Schwester hat. Sie, die sonst ein wenig knausrig ist, hält mit ihren Sendungen niemals zurück, wenn sie von Wolfgang in seinen Briefen darum angegangen wird. Als ein solcher Notruf von Wolfgang aus Paris einlangte, rief Nannerl aus, Gottlob, dass es nichts Schlimmeres ist, obgleich sie wusste, dass um dem Bruder fortzuhelfen, ihr eigener Schulbrief eingesetzt werden musste. Und das tut eine Schwester, ohne sich darüber aufzuhalten, mit gutem Herzen, ob sie gleich weiß, dass wenn ich heute sterbe, sie eine arme Tröpfchen ist. Täglich steht sie um 6 Uhr auf und geht zur heiligen Dreifaltigkeit. Da betet sie so eifrig, dass mich schon verschiedene Personen darüber angesprochen haben. Vater Mozart, 25. Februar 1778. Wie notwendig es war, dass Nannerl mitverdiente, beweist eine Briefstelle bei Leopold, Februar 1778, wo er verbittert schreibt, die als einem jungen Menschen ist für gute Bezahlung diese Bemühung des Stundengebens zu viel. Deinem alten 58-jährigen Vater steht es besser an, um eine elende Bezahlung herumzulaufen, damit er sich und seiner Tochter den nötigen Unterhalt mit Mühe und Schweiß verschafft, und ich allenfalls mit dem bisschen, was noch da ist, anstatt die Schulden zu bezahlen, unterstützen kann. Und da Vater Leopold fürchtete, dass sein Sohn dem verhängnisvollen Einfluss der weberischen Familie unterliegen würde, fügte er seiner Strafpredigt noch hinzu. Nannerl hat diese 2 Tage ihren Teil geweinet. In seiner Herzensnot antwortete Wolfgang, meine Schwester umarme ich von Herzen und sie soll nicht gleich über jeden Dreck weinen, sonst komme ich mein Lebtag nimmer zurück. Man fühlt dabei deutlich Wolfgangs Liebe zu Nannerl heraus. Während nun Wolfgang in Mannheim unter seiner unglücklichen, missbrauchten Liebe zu Aloysia Weber liegt, sich um alle seine Hoffnungen betrogen sah, bemühte sich Nannerl umso fleißiger auf dem Klavier, auf dem sie, wie aber schreibt, mit großer Anstrengung trefflich präambulieren
und Generalbass spielen gelernt hatte, weil sie einsah, dass sie nach dem Tode des Vaters für sich und die Mutter würde sorgen müssen. Über die pädagogische Begabung Nannerls liest man im Anhang ihrer kurz nach Mozarts Tod abgefassten Data zur Biografie des verstorbenen Tonkünstlers Wolfgang Mozart folgende Äußerung. Und noch heutzutage kennt man der Nanette Mozart Schülerinnen aus allen anderen heraus an Nettigkeit, Präzision und wahrer Applikatur im Spielen. Zum Konzertieren hatte Nannerl nur mehr selten Gelegenheit, wohl aber wurde sie immer wieder eingeladen, bei mancher dilettanten Musik mitzuwirken, was sie ebenso wenig unter ihrer Würde fand wie Vater Leopold. Adel und Bürgertum folgten damals dem Vorbild des erzbischöflichen Hofes, dessen Kapelle der Träger des musikalischen Lebens in Salzburg war. Zur Ausführung mancher Kompositionen Mozarts brauchte man auch tüchtige Musiker, die nur zum geringen Teil aus den Reihen der erzbischöflichen Kapelle geholt werden konnten. So mussten Dilettanten einspringen, deren es in Salzburg eine stattliche Menge gab. Seite 48. Ein sarkastischer Brief Leopold Mozarts aus dem Jahre 1778 lässt eine Dilettantenaufführung plastisch vor unseren Augen und Ohren stehen. Graf Czernin ist mit seiner Fiedlerei bei Hof nicht zufrieden. Er möchte auch dirigieren. Deswegen hat er eine Dilettantenmusik errichtet, die im Graf Lodrunschen Saal am Samstag nach 3 Uhr anfangen soll. Graf Sigal Lodron kam zu uns, die Nannerl als eine Dilettantin, Anführungszeichen, einzuladen, mich aber zu ersuchen, die Sekundviolinen in Ordnung zu halten. Nannerl begleitete alle Symphonien auf dem Cembalo, was einen interessanten Hinweis auf die Aufführungspraxis ergibt, denn es war damals nicht mehr allgemein üblich, das Orchester bei einer Symphonie durch ein mitspielendes Generalbassinstrument zu verstärken. Vielleicht tat man es auch nur, um in diesem besonderen Falle dem musikalisch labilen Ensemble durch das bewährte Können Nannerls einen Halt zu geben. Leopold Mozart erzählt weiter. Die Nannerl sollte ein Konzert spielen, allein da die Gräfin ihren guten Flügel, der nur casus reservatus pro summo pontifice ist, nicht herauskam, sondern nur der am Fuß vergoldete Egedacher Flügel dastand, so spielte sie nicht. Was bezeugt, dass Nannerl ihre Würde als Künstlerin zu wahren wusste. Janschik. Auch im Hause Leopold Mozarts wurde oft musiziert oder es versammelte sich eine frohe Gesellschaft zum Scheibenschießen. Da gab es auch manche lustige Streiche und es kam zu allerhand Narrenpossen, wenn etwa nach einer auf Kosten der Teilnehmer mit oft recht derben Karikaturen bemalten Scheibe geschossen wurde. Tod der Mutter. Plötzlich aber war es mit allen Frohsinn zu Ende. Es kam die tragische Kunde vom Hinscheiden der geliebten Mutter. Sie starb am 3. Juli 1778 in Prag. Wolfgang ahnte, welch schwerer Schicksalsschlag Vater und Schwester damit getroffen, weshalb er in seinem erschütternden Brief, den er in der Nacht des Ablebens der Mutter an Abi B. Bullinger schrieb, diesen eigens seine Schwester von ganzem Herzen empfahl. Grenzenlos war der Schmerz, den die beiden um
die Dahingeschiedene empfanden. Maria Anna Mozart war eine vorbildliche Hausfrauenmutter gewesen. Sie anerkannte die starke Persönlichkeit ihres Gatten und fügte sich seiner Autorität. Immer vermittelnd und begütigend, verständnisvoll für alle Wünsche und Bedürfnisse, gab sie dem Haus eine fröhliche Atmosphäre. Dumpfe Verzweiflung erfüllte das Herz der Tochter, die in inniger Liebe an ihrer Mutter gehangen. Noch mehr aber schmerzte es ihre Seele, den Gram des Vaters zu sehen, der die teure, mit der ihn jahrelange zärtlichste Gattenliebe verband, verloren hatte. Wohl ergab sich Leopold Mozart mit frommem Sinn in die ihm von Gott gesandte Prüfung, für Nannerl aber galt es jetzt, dem doppelt verwaisten Vater, war ja auch Wolfgang noch immer fern vom Hause, die beiden Lieben zu ersetzen. Wahrhaft heroisch trat die junge Künstlerin nun ihr Amt als waltende Hausfrau an, da sie ja doch nur vorübergehend übernommen zu haben glaubte, Belmonte. Oft musste sie auf den Vater, der sich in der Sorge um Wolfgang verzehrte, begütigend und beruhigend einwirken, wenn er für Wolfgang manchmal gar zu harte Worte fand, etwa als er dem Sohn auf dessen Rückreise aus Frankreich die entschiedene Weisung erteilte, unverzüglich von Mannheim nach Salzburg abzureisen. Ich will absolut wegen deiner nicht in Schande und Schulden stecken und noch weniger deine arme Schwester in Elend hinterlassen. 19. November 1778. Nannerl bleibt Wolfgang gegenüber voll Güte und zeigt für sein Schaffen Verständnis, wenn sie ihm schreibt: Ich danke dir für das erste Stück und Andante der Sonate. Ich habe es schon durchgespielt. Das Andante braucht schon eine starke Aufmerksamkeit und Nettigkeit. Mir gefällt sie recht gut. Man kennt es, dass du sie in Mannheim komponiert hast. 8. Dezember 1778, Seite 50. Mit der Zeit kehrte auch wieder Ruhe und Ausgeglichenheit in das Gemüt Nannerls zurück. Als ihr Wolfgang aus Paris am 20. Juli 1778 ein Präludium, so ein Capriccio, um das Klavier zu probieren, als nachträglichen Glückwunsch zum Namenstag schickte, stellte sie den Vater zum Scherz auf die Probe. Sie hatte es nachmittags 4 Uhr bekommen und übte es gleich ein, dass sie es auswendig spielen konnte. Als der Vater um 5 nach Hause kam, sagte sie ihm, sie hätte sich etwas ausgedacht, das sie, wenn es ihm gefiele, aufschreiben wolle, und fing das Präludium auf. Ich riss die Augen auf, berichtet Leopold Mozart, und sagte: Wo Teufel hast du diese Gedanken her? Sie lachte und zog die Briefe aus dem Sack. Als endlich Wolfgangs Rückkehr bevorstand, überwand Nannerl tapfer den Schmerz um den Verlust der Mutter, die es mehr zu ersetzen galt. Vor der ersehnten Heimkehr des Sohnes hatte der fürsorgliche Vater, dessen Wiedereinstellung in den erzbischöflichen Dienst als Hof- und Domorganist durchgesetzt. Nannerl sorgte für einen festlichen und herzlichen Empfang, als Wolfgang im Jänner 1779 endlich wieder in Salzburg eintraf. Sie ließ das Arbeitszimmer des Bruders blitzblank und ganz nach seinen Wünschen herrichten. Nannerl umgab Wolfgang mit erneuter Sorgfalt. In rührender Schwesterliebe suchte sie das Weh aus seinem Herzen zu bannen, das er zweifach erduldet hatte,
den Tod der Mutter und die bittere Enttäuschung seiner Liebe zu Aloysia Weber. Ihr Werk war es, das nun im Hause des Vizekapellmeisters wieder Frohsinn einkehrte und der Vater wusste ihr das herzlich zu danken. Die große Freude, mit dem Bruder vereint zu sein, genoss Nannerl nur ein Jahr lang. Aber dieses eine Jahr war von zahlreichen künstlerischen Erlebnissen erfüllt. Von Wolfgang Amadeus Mozart, Dezember. Den zweiten, das Theater durch ein Glöckelzeichen nach geendigter Ouvertüre zum 51. Male eröffnet worden, mit einem militärischen Traum in zwei Auf- und Abzügen. Nach geendigten Stücke wurde durch Herrn Stierli am folgenden Tag, nämlich auf Freitag, den angekündigt. Als dann wurde musiziert, Menuett und Trio, öfters wiederholt, als dann ein Allegro. Endlich aber kam Böhm ins Orchester und alles lebte auf. Eine Introduktion wurde gespielt und kling, kling, der Vorhang auf und er fing das monologische Ballett an, Diana und Endymion. Und wie es aus war, konnte jedermann nach seinem Belieben nach Hause gehen, fahren oder reiten. Von der Schwester. Den vierten. Das Theater, das 52. Mal eröffnet worden mit einem recht schlechten Lustspiel in drei Aufzügen. Der unglückliche Bräutigam, das Ballett Themira und Tirsis. Den fünften. Das Theater, das 53. Mal eröffnet worden mit einem Lustspiel, die Wirtschafterin, das Ballett Diana und Endymion. Den sechsten. Das Theater, das 54. Mal eröffnet worden, ein Lustspiel in 25 Aufzüge, die Frau, wie man sie selten findet, das Ballett der ungarische Zwiefelkrämer. Mit welcher Aufmerksamkeit die Geschwister Mozart die Aufführungen verfolgten, die der Impresario Böhm in dem zu einem Theater umgewandelten alten Ballhaus gegenüber der Mozart-Wohnung veranstaltete, besagen am besten die Eintragungen im gemeinsam geführten Tagebuch von 1779. Anmerkung von vom Jugendtagebuch Mozarts ist nur ein Blatt und ein Drittel des zweiten erhalten, denn Constanze war auf den unglücklichen Gedanken verfallen, die Handschriften ihres Mannes nach seinem Tode zeilenweise zu zerschneiden, zu verkaufen oder zu verschenken. Bei diesem Fragment konnte die Entstehungszeit bestimmt werden. Die Eintragung erfolgte im Dezember. In der ersten Zeile steht das Datum zweitens und in der sechsten und siebten schrieb Wolfgang auf folgenden Tag, nämlich Freitag. Da nun der 3. Dezember in den Jahren 1762, 73, 79 und 84 auf einen Freitag fiel und von diesen Jahren nur die in Betracht kommen konnten, in denen Mozart in Salzburg weilte, also 73 und 79, konnte die Eintragung nur in einem dieser Jahre erfolgt sein. Maßgebend für die Festsetzung des Jahres 79 war die weitere Eintragung in den Zeilen 10 und 11. Ähnlich kam Böhm ins Orchester, da wie nachgewiesen der Theaterdirektor Böhm mit seiner Truppe im Jahre 79 in Salzburg spielte. Als im September 1780 der reisende Theaterprinzipal Emanuel Schikaneder nach Salzburg kam,
und in den Freundeskreis der Familie Mozart trat, wurde deren Theaterfreudigkeit noch gesteigert, zumal Schikaneder seinen Freunden freien Eintritt zu allen Vorstellungen gewährte. Im geräumigen Saal der Mozart-Wohnung gab es so manches Konzert, bei dem wohl auch das von Wolfgang, seiner Schwester, aus Dankbarkeit für ihre Fürsorge und Liebe 1780 gewidmete Konzert für zwei Klaviere, Köchelverzeichnis 365, aufgeführt wurde. Wolfgangs Schaffensfreude hatte einen gewaltigen Auftrieb erfahren und unerschöpflich schienen seine Einfälle über die große Zahl der damals entstandenen Kompositionen beweist. Dass sich Wolfgang umso weniger in dem beengenden erzbischöflichen Dienst zurechtzufinden wusste, konnte ihm aber niemand besser nachfühlen als Nannerl. Seite 55 kommt. Habe ich gelesen. Seite 55. Idomeneo. Im Herbst 1780 erhielt Wolfgang den ehrenvollen Auftrag, des bayerischen Kurfürsten für den bevorstehenden Karneval eine Oper zu schreiben. Er begann alsbald mit der Komposition von Idomeneo und reiste zur Vorbereitung der Oper nach München. In ihrer frischen, lebendigen Art berichtet ihm Nannerl in den Briefen vom 30. November und 18. Dezember über die unter Direktor Schikaneder in Salzburg gespielten Stücke und gab damit ein anschauliches Bild vom damaligen Spielplan. Ihren Gefühlen verleiht sie besonders im Nachsatz zum Neujahrsbrief des Vaters am 30. Dezember Ausdruck. Ich wünsche dir ein glückseliges neues Jahr, beständige Gesundheit und Wohlergehen. Unterhalte mich ferner in der brüderlichen Liebe. Ich wünsche vor allen anderen, dass deine Oper, wenn sie in Szene geht, allgemeinen Beifall findet und du dir recht viel Ehre und Ruhm dadurch erwerben möchtest. Ich hoffe und wünsche es. Welche Genugtuung und Freude für Nannerl, als sie mit dem Vater zur Aufführung der Oper am 25. Jänner 1781 nach München reisen durfte. Vater und Schwester gehörten zu den wenigen Zeugen der Uraufführung am 29. Jänner, die der neuen Schöpfung Wolfgangs auch wirkliches Verständnis entgegenbrachten. Glückliche und fröhliche Tage verbrachte die Familie Mozart damals in München. In Wolfgangs Wohnung lebte man wieder einmal lustig wie Zigeuner und Soldaten zusammen. Es war vielleicht das letzte ungetrübte Beisammensein ihrer Geschwister. Seit dem Bruche Wolfgangs mit dem Erzbischof zu Wien im März 1781 und seitdem Wolfgang Salzburg endgültig den Rücken gekehrt hatte, ließ es sich Nannerl angelegen sein, die Verbindung zwischen dem Vaterhaus und Wolfgang durch Briefe aufrechtzuerhalten. Als lebendiges Salzburger Protokoll berichtet sie dem Bruder auch von allen kleinstädtischen Angelegenheiten, Alltägliches und Neuigkeiten, die sie kaum weniger interessierten als einst die Mutter, mit der sie viele Wesenszüge verbinden. Nannerl führte später auch ein Tagebuch, wie ihr dies der Vater schon in den Kinderjahren geboten hatte. Unglückliche Liebe. Um Nannerl, die eine voller Blüte stattliche Erscheinung war, warb seit Jahren der Hauptmann Franz Diepold, Hofmeister der Edelknaben. Während so mancher Bewerber abgewiesen wurde, fand Diepold tiefgehende Gegenliebe,
aber Schwierigkeiten materieller Natur standen dem Bündnis der Liebenden entgegen. Die unglückliche Liebe zerrte an der blühenden Gesundheit des Mädchens. Nannerl begann zu kränkeln und versetzte Vater und Bruder in schwere Angst um ihr Leben. Wolfgang berührte in seinen Briefen vorsichtig die Herzensangelegenheit seiner Schwester, wenn er, um das Geheimnis nicht zu verraten, vom guten Freund schreibt, meinte er eben Hauptmann Diepold. Später nannte er den Namen offen und suchte in rührender Weise allen Ernstes seiner Schwester beizustehen. Durch den letzten Brief unseres lieben Vaters habe ich vernommen, dass du krank gewesen, welches mir keine geringe Sorge und Kummer macht. Und zwar 14 Tage hast du schon die Badkur gebraucht. Du warst also schon recht lange krank und ich wusste kein Wort davon. Nun will ich dir aufrichtig schreiben. Und eben auch wegen deinen immerzu zustoßenden Unpässlichkeiten, glaube mir, liebste Schwester, in allen Ernste, dass die beste Kur für dich ein Mann wäre, eben deswegen, weil es so sehr Einfluss auf deine Gesundheit hat, wünschte ich von Herzen, dass du bald heiraten könntest. Für dich und die Pold wird schwerlich. Ja, ich glaube, gewiss in Salzburg nichts daraus werden. Könnte denn Diepold hier nichts für sich zu Wege bringen? Er für sich selbst wird wenigstens nicht ganz leer sein. Frage ihn darum und glaubt er, dass die Sache gehen könnte, so solle er mir nichts als den Weg zeugen. Ich werde gewiss das Mögliche tun, weil ich den stärksten Anteil an der Sache nehme. Wäre das ausgemacht, so könnte ich euch sicher beiraten, denn glaube mir, du würdest hier Geld genug verdienen, zum Beispiel in Privatakademien zu spielen, mit den Lektionen, man würde dich recht darum bitten. Da müsste aber mein Vater quittieren und auch mit, dann könnten wir wieder recht vergnügt zusammenleben. Ich sehe kein ander Mittel und ehe ich gewusst habe, dass er dir mit dem Diepold recht ernst ist, so hatte ich schon mit dir sowas im Sinn, lebe wohl, liebste Schwester. Ich hoffe, in künftigen Brief von Papa bessere Nachrichten von deiner Gesundheit zu lesen, um bald durch deine eigene Handschrift davon ganz überzeugt zu werden. Adieu. Ich küsse dich tausendmal und bin ewig dein unveränderlicher, dich von Herzen liebender Bruder Mozart. Wien, 19. Juli 1781. Wolfgangs Plan kam nicht zur Ausführung. Vater Leopold, der offenbar fürchtete, die Einkünfte des Brautwerbers würden zur Gründung einer Familie nicht ausreichen, trug das Seinige dazu bei, die Eheschließung zu verhindern. Nannerl fügte sich, Auflehnung lag nicht in ihrer Natur, aber Leid und Entsagung werden wohl die ersten feinen Striche in ihr klares Gesicht gezeichnet haben. Mit der Zeit verwandelte sich das Verhältnis der Liebenden in warme, treue Freundschaft. Neues Leben. Jugend, Kraft und Lebenswille halfen Nannerl auch diesen Schmerz zu überwinden. Sie erholte sich wieder und ging mit erneutem Mut an die Erfüllung der übernommenen Pflicht, dem alternden Vater ein ruhiges, friedliches Dasein zu verschaffen. Sie suchte auch wieder ihre Schülerinnen auf, um durch den Ertrag ihrer Lektionen eine wirksame Aufbesserung der bescheidenen Einkünfte zu ermöglichen. Ein weiterer Verehrer Nannerls tauchte damals im Leib- und Seelkammerdiener und Truchseß Johann Adam auf,
mit dem Vater Leopold jedoch noch weniger einverstanden war. Er verbot kurzerhand seine Besuche, damit Nannerl nicht der Stoff einer Stadtgeschichte werde. Dass das herzenswarme Verhältnis zwischen den Geschwistern weiter dauerte, beweisen so manche Briefe. Als sich Nannerl einmal Wolfgang gegenüber in der Zeit seines ärgsten, aufreibenden Kampfes über seine anscheinende Gleichgültigkeit beklagt, widerlegte er ihre Vorwürfe auf das Nachdrücklichste. »Du darfst aus dem, dass ich nicht antworte«, heißt es in dem Schreiben vom 13. Februar 1782, »nicht schlüssen, dass du mir mit deinen Schreiben beschwerlich fällst. Ich werde die Ehre von dir, liebe Schwester, einen Brief zu erhalten, allzeit mit dem größten Vergnügen aufnehmen, wenn es meine für meinen Lebensunterhalt notwendigen Geschäfte zuließen, so weiß es Gott, ob ich dir nicht antworten würde. Habe ich dir denn gar niemanden niemals geantwortet? Also, Vergessung kann es nicht sein, Nachlässigkeit auch nicht. Mithin ist es nichts als unmittelbare Hindernis, wahre Unmöglichkeit. Schreibe ich meinem Vater nicht auch wenig genug, schlecht genug, wirst du sagen. Aber um Gottes Willen, ich kenne doch beide Wien. Sie kennen doch beide Wien. Hat ein Mensch, der keinen Kreuzer sicheres Einkommen hat, an einem solchen Orte nicht Tag und Nacht zu denken und zu arbeiten genug? Liebste Schwester, wenn du glaubst, dass ich jemals meinen Liebsten, meinen besten Vater und dich vergessen könne, oh, doch still, Gott weiß es, und das ist mir Beruhigung genug, das soll mich strafen, wenn ich es kann. Noch deutlicher beweist Wolfgang seine Liebe zur Schwester durch einen Vermerk in seinem Brief vom 23. März, 1782, mit dem er das Konzert Rondo für Klavier und Orchester, Köchelverzeichnis 382, ein unvergleichliches Werk, dem Vater sandte, welches hier so großen Lärm macht, dabei bitte ich Sie aber, es wie ein Kleinod zu verwahren und es keinem Menschen zu spielen zu geben. Ich habe es besonders für mich gemacht. Kein Mensch als meine liebe Schwester darf es mir nachspielen. Und doch sollte diese so oft bekundete und bewährte Geschwisterliebe einen schweren Stoß erhalten. Konstanze. Wolfgang fasste den Entschluss, Konstanze Weber zu ehelichen. Das löste bei Vater und Schwester Bestürzung und schwere Verstimmung aus. Beide hielten den Schritt für unüberlegt und ahnten nichts Gutes. Vater Leopold schrieb in seiner temperamentvollen Art einen Brandbrief nach dem anderen. Er war nicht wählerisch in seinen Ausdrücken gegen die Familie Weber. Wolfgang war tief verletzt und litt unter diesem Zerwürfnis. Insbesondere schmerzte ihn die Abneigung seiner Schwester gegen die geliebte Braut. War ja die Schwester in seinen Augen der Inbegriff aller weiblichen Vollkommenheit, galt sie ihm als das reinste, nachahmungswürdigste Vorbild für alle anderen Mädchen. Und nun war es gerade sie, die seine Wahl missbilligte. Darum bat er sie einmal herzlich um etwas Freundschaft für die Erwählte seines Herzens. Meine liebe Konstanze, so schreibt er der allerliebsten Schwester, hat sich endlich den Courage genommen, dem Triebe ihres guten Herzens zu folgen, nämlich dir, meine liebe Schwester, zu schreiben. Willst du sie, und in der Tat, ich wünsche es, um das Vergnügen darüber auf der Stirne dieses guten Geschöpfs zu lesen, willst du sie also mit einer Antwort beehren? Ein unbeholfener Brief Konstanzes und kleine Aufmerksamkeiten mochten Nannerl etwas versöhnlicher stimmen, aber an des Vaters Einstellung konnte sie nichts ändern. Die flehentlichen Worte Wolfgangs im Brief vom 27. Juli 1782 hatten keine Wirkung.
Am 4. August 1782 wurde Wolfgang in der Stephanskirche zu Wien getraut. Erst am nächsten Tag langte die Einwilligung des Vaters mit einem Glückwunschschreiben Nannerls ein. Die Spannung zwischen Wien und Salzburg blieb aber bestehen. Nannerl empfand es schmerzlich, dass sich Wolfgang über den Willen des Vaters hinweggesetzt hatte, pflichtete der Überzeugung Leopolds bei, Konstanze sei leichtfertig und würde als Gattin und Hausfrau ihre Pflichten nicht erfüllen. Darum waren alle Bemühungen Wolfgangs vergebens, als er immer wieder versuchte, seiner Schwester eine andere Meinung beizubringen. Auch der Höflichkeitsbesuch, den Wolfgang mit seiner Frau in Salzburg abstattete, brachte keine Lösung. Er kam erst im Juli 1783 zustande, nachdem Wolfgangs Bedenken, der Erzbischof werde sich wegen des seinerzeitigen nicht angenommenen Entlassungsgesuches rächen, beseitigt waren. Die Aufnahme im Vaterhaus war nicht unfreundlich, aber doch kühler, als Wolfgang erwartet hatte. Wolfgang brachte jedenfalls den besten Willen mit, wie sein kleines, heiteres Gedicht zum Geburtstag Nannerls beweist. Anmerkung: Laut Mitteilung von Herrn Dr. Ottmar Wessely, Wien, ist die bisher in der Literatur vertretene Ansicht, das Gedicht sei zum Namenstag Nannerls entstanden, unrichtig. Eine diesbezügliche Arbeit ist in Vorbereitung. Glückswunsch beim Punsch. Ich bin heute ausgegangen, wusstest nicht warum. Ich kann nur so viel sagen, dass es geschah darum, um dich mit etwas Kleinen ein wenig zu erfreuen, wobei ich weder Kosten noch Fleiß noch Mühe wollt scheuen. Ich weiß zwar nicht gewiss, ob du den Punsch magst trinken, o sage nicht nein, sonst möcht das Bindband stinken. Ich dachte so bei mir, du liebst die Engeländer, den liebtest du Paris, so gebe ich dir Bänder, wohlriechende Gewässer, ein köstliches Parkett. Du aber, liebste Schwester, du bist keine Kokette. Und lass ihn dir recht schmecken, das ist mein einziger Wunsch. Wolfgang Amadeus Mozart, gekrönter Scheibenpoet. Salzburg, den 31. Juli 1783. Seite 63. Abstellen. Tat. 63. Aber seine Hoffnung, man würde Konstanze liebgewinnen und mit einigen seiner Jugendgeschenke erfreuen, erfüllte sich nicht. Vater Leopold mag wohl gewusst haben, dass er damit Unrecht tat, und gerade dieses Bewusstsein vergiftete die Atmosphäre noch unheilvoller. Geistig und bildungsmäßig nicht auf der gewünschten Höhe stehende Konstanze verstand weder das Herz des Schwiegervaters noch das Zutrauen der Schwägerin zu gewinnen. Für Wolfgang war es schmerzlich zu fühlen, dass die alte Vertraulichkeit und herzliche Verbundenheit nicht mehr aufkommen konnte. So eine traurige Fügung im Leben Mozarts, dass er die Zuneigung seiner innigst geliebten Schwester verlor, ohne dies eigentlich verschuldet zu haben. Denschert. Eine tiefe Tragik bedeutete aber dieser Bruch für Vater Mozart. Seit den ersten unbeholfenen Versuchen Wolfgangs am Klavier hatte er sein ganzes Hoffen auf den Sohn konzentriert, aber auch seine ganze Kraft und Energie dafür verwendet, seinen Sohn zu unterrichten, zu beraten, zu fördern, berühmt zu machen. Er glaubte unerschütterlich an die Größe und das Genie Wolfgangs.
Dieser war sein Lebensinhalt. Die Erfolge Wolfgangs rechtfertigten sein Streben. Die Triumphe des Sohnes hatten seinem herannahenden Alter Glanz und Freude gegeben. Nun wurde es dunkler und stiller um ihn. Die Verstimmung Wolfgangs nach der Rückkehr von Salzburg ging aber nicht so weit, dass er die Beziehungen etwa abgebrochen hätte. Er hält seinen Vater, damit auch seine Schwester, über sein Schaffen auf dem Laufenden. Einen Brief vom 10. Dezember 1783, in dem er von der Operentführung aus dem Serail spricht, fügt er wieder einmal einen übermütigen Nachsatz bei. P.S. an Dannerl von uns beiden. Ein paar Ohrfeigen, zwei ein paar Maulschellen, drei ein paar Wachteln, vier ein paar Watschen, fünf ein paar Faunzen, sechs ein paar Maultaschen. Der Brief ist gezeichnet W.E.C. Doppelpunkt Mosar. Ein anderes Mal schickte er zum Beispiel seine neuesten Klavierkonzerte und schreibt dazu: Ich halte sie für Konzerte, die Schwitzen machen. Übrigens bin ich begierig, welches unter den Konzerten B, D und C Ihnen und meiner Schwester am besten gefällt. 26. Mai 1784. Den im nächsten Brief vom 9. Juni folgenden Anweisungen über die Ausführung dieser Klavierkonzerte fügte er die Ankündigung eines Geschenkes seiner Gattin an Nannerl bei. Meine Frau lässt sich meiner Schwester entgegen empfehlen und mit dem nächsten Postwagen ein schönes Fürtuch abschicken. Sie wird es aber selbst machen, wenn es auf diese Art etwas wohlfeiler und aber viel schöner sein wird. Gelegentlich seiner Glückwünsche zum Namenstag Nannerls vertraut er ihr an, dass der zukünftige Majoratsherr seiner Frau gar keine Fried lässt. Brief vom 21. Juli. Am 21. September kam ein Knabe auf die Welt, der auf den Namen Karl getauft wurde. Seite 65. Berchtold von Sonnenburg. Im Sommer 1784 warb der um 15 Jahre ältere hochfürstliche Rat und Gerichtspfleger von St. Gilgen, Johann Baptist Berchtold von Sonnenburg, beharrlich um Nannerls Hahn. Anmerkung: Das ehemalige Tanzmeisterhaus bezog die Familie Mozart im Jahre 1773. Hier entstanden zahlreiche bedeutende Kompositionen Wolfgangs. In diesem Hause kam Nannerls Sohn Leopold zur Welt. Vater Mozart starb hier am 28. Mai 1787. Im Zweiten Weltkrieg wurde über die Hälfte des Hauses durch Fliegerbomben zerstört. Die internationale Stiftung Mozarteum strebt den Wiederaufbau an. Diesmal hatte der Vater keine Bedenken mehr, denn Berchtold war vermögend und hatte eine sichere und einträgliche Stelle. Leopold Mozart konnte also hoffen, dass Nannerl versorgt würde, was er sich schon lange gewünscht hatte. Dabei mag für den Vater auch besonders ins Gewicht gefallen sein, dass Nannerl in räumlicher Nähe bleiben würde, denn durch viele Enttäuschungen verbittert, fühlte er deutlich, dass er die fleißige und getreue Tochter schwer vermissen und sich sein Alter noch freudloser gestalten würde als bisher. So entschloss sich Nannerl mit 33 Jahren, noch immer voll Jugendfrische und strahlender Schönheit, auf Zuspruch des Vaters zur Vernunftehe. Am 12. August 1784 wurde der Heiratskontrakt aufgestellt
Und 9 Tage später die Trauung in der Kirche zu St. Gilden vollzogen. Wolfgang meldete sich mit einem launigen Brief. Vienne, ce 18 août 1786. Ma très chère Sœur, Pot Saperment, jetzt ist es Zeit, dass ich schreibe, wenn ich will, dass dich mein Brief noch als eine Vestalin antreffen soll. Ein paar Tage später und weg ist's. Meine Frau und ich wünschen dir alles Glück und Vergnügen zu deiner Standesveränderung und bedauern nur von Herzen, dass wir nicht so glücklich sein können, bei deiner Vermählung gegenwärtig zu sein. Wir hoffen aber, dich künftiges Frühjahr ganz gewiss in Salzburg sowohl als in St. Gilden als Frau von Sonnenburg samt deinen Herrn Gemahl zu umarmen. Wir bedauern nun nichts mehr als unseren lieben Vater, welcher nun so ganz allein leben soll. Freilich bist du nicht weit von ihm entfernt und er kann öfters zu dir spazieren fahren. Allein jetzt ist er wieder an das verfluchte Kapellhaus gebunden. Wenn ich aber an Vaters Stelle wäre, so würde ich es also machen. Ich bittete den Erzbischof nun, als einen Mann, der schon so lange gedient hat, mich in meine Ruhe zu setzen und nach erhaltener Pension ginge ich zu meiner Tochter nach St. Gilden und lebte dort ruhig. Wollte der Erzbischof meine Bitte nicht eingehen, so begehrte ich meine Entlassung und ging zu meinem Sohne nach Wien. Und das ist, was ich dich hauptsächlich bitte, dass du dir Mühe geben mögest, ihn dazu zu bereden. Ich habe ihm heute in dem Briefe an ihn schon das Nämliche geschrieben. Nun schicke ich dir noch 1000 gute Wünsche von Wien nach Salzburg, besonders, dass ihr beide so gut zusammenleben möchtet als wir zwei. Drum nimm von meinem poetischen Hirnkasten einen kleinen Rat an, denn höre nur. Du wirst im Ehestand viel erfahren, was dir ein halbes Rätsel war. Bald wirst du aus Erfahrung wissen, wie Eva einst hat handeln müssen, dass sie hernach den Kain gebar. Doch, Schwester, diese Ehestandspflichten wirst du von Herzen gern verrichten, denn glaube mir, sie sind nicht schwer. Doch jede Sache hat 2 Seiten. Der Ehestand bringt zwar viele Freuden, allein auch Kummer bringet er. Drum, wenn dein Mann dir finstre Mienen, die du nicht glaubest zu verdienen, in seiner üblen Laune macht, so denke, das ist Männergrille, und sag, Herr, es geschehe dein Wille bei Tag und meiner in der Nacht. Dein aufrichtiger Bruder, W.A. Mozart. Viertes Kapitel. Gattin und Mutter. Meiner lieben Frau, Ehegattin Anna Maria, geborene Mozart, vermache ich zur ewigen Beteuerung der mir erwiesenen Treue, Liebe und Zärtlichkeit und guter Hauswirtschaft, die ich zu vergüten leider außerstande bin, aus meinem Vermögen einen jährlichen Fruchtgenuss. Testament Johann Bastisberg, Dolz zu Sonnenberg vom 25. September 1798. Johann Baptist von Berchtold stammte aus einem alten Adelsgeschlecht. Er war ein tüchtiger Beamter und wurde für seine Verdienste in den Reichsfreiherrnstand erhoben. Nannerl zog nun als Freifrau von Berchtold zu Sonnenburg in das Geburtshaus ihrer Mutter, das Pflegerichtsgebäude zu St. Gilden am Abersee, führte ihrem Gatten den Haushalt, übernahm die Erziehung ihrer 5 Stiefkinder, die ihr Gatte aus seinen beiden Ehen daheim hatte, und unterrichtete die älteste Stieftochter Marianne im Klavierspiel.
Nannerl mag es nicht leicht gehabt haben. Der fast 50-jährige trockene Mann war oft mürrisch und auch die Stiefkinder machten ihr viel zu schaffen. Vater Leopold schildert sie als ungezogene, boshafte und unwissende Rangen. Es ist daher begreiflich, dass sich Nannerl dafür einsetzte, dass der älteste Stiefsohn, der 13-jährige Wolfgang Josef, zum Studium nach Salzburg geschickt wurde. Damals war er seiner Mama dankbar, dass sie dies betrieben. Ein andermal aber rühmt sich der Junge, seine Mama rechtschaffen kujoniert zu haben. Er erzählte ganze Lügengeschichten, dass ihn einmal Leopold Mozart fragte, ob er denn zu Hause wegen seiner Lügen und Spitzbübereien nicht bestraft worden sei, antwortete er: Der Papa hat allzeit die Schuld auf die Menschen und die Mutter gelegt und sie ausgezankt. Im ersten Jahre ihrer Ehe weilte Nannerl 2 Wochen mit ihrem Gatten in Salzburg bei Vater und dieser wieder 1 Woche bei der Tochter in St. Gilgen, denn Leopold fühlte sich in seiner Eremitage recht einsam. Gleich nach der Verehelichung hatte bereits ein lebhafter Briefwechsel zwischen Salzburg und St. Gilgen eingesetzt. Die Briefe des Vaters, 125 an der Zahl, sind fast lückenlos erhalten. Sie wurden von Nannerl sorgfältig aufbewahrt. Leopoldus Alois Pantaleon. Am 27. Juli 1785 genas Nannerl im väterlichen Hause am Hannibalplatz zu Salzburg um die Mitternachtsstunde einen gesunden Knaben. Dieser wurde noch am selben Tage um 5 Uhr nachmittags in der 1861 abgebrochenen Andreekirche auf den Namen Leopoldus Alois Pantaleon getauft. Taufpate war Großvater Leopold Mozart. Da Nannerl wieder kränkelte und in St. Gilgen ohnehin für 5 Stiefkinder zu sorgen hatte, bestimmte sie ihr Vater, den Säugling in Salzburg zu lassen. Nannerl kehrte am 1. September 1785 nach St. Gilgen zurück und Großvater Leopold pflegte von nun ab mit seinen treuen Hausgehilfinnen Dresel und Nandl den Enkel mit zärtlichster Liebe und Sorgfalt. Auch Hauptmann Diepold, der einstige Verehrer und getreue Freund Nannerls, half Leopold, vertrat diesen und spielte gewissermaßen den Vater. In einem Brief an Madame de Sonnenburg aus St. Gilgen schreibt der Vater wahrscheinlich aus München: Ich behalte den Leopold, um diesen hast du dich nicht zu sorgen. Die Nachschrift zu diesem undatierten Brief lautet: Damit du meine ganze Gesinnung weißt, so sage ich dir, dass ich den Leopold, solange ich lebe, bei mir behalten werde. Dieser ist und war von Anfang schon mein Entschluss. Ich werde ihn im Sommer auf einige Zeit mit der Nannerl hinausbringen, aber auch wieder mit mir zurücknehmen. Viele Briefe an die Tochter beginnt Leopold mit den Worten: Der Leopold ist gesund. Gewissenhaft schildert er die Entwicklung und jegliche Erkrankung des Kindes. Er glaubte auch im Enkel musikalische Begabung erkennen zu können und hoffte wohl noch einen Abglanz des Glückes zu erleben, das ihm zu Wolfgangs und Annals Kinderzeit zuteil worden war. Ich kann die rechte Hand des Kindes ohne Rührung niemals ansehen. Der geschickteste Klavierspieler kann die Hand nicht so schön auf die Klaviatur setzen, als er beständig die Hand hält. So oft er die Finger nicht bewegt, so oft stehen alle Finger mit dem ausgebogenen Händchen in der Spielsituation und schlafend hat er das Händchen so liegen, als wären die Finger, so
sogar mit der proportioniertesten Ausspannung und Biegung der Finger wirklich auf den Klaviertasten. Kurz, man kann nichts Schöneres sehen. Ich bin wirklich oft traurig, wenn ich sehe und wünschte, dass er wenigstens nur 3 Jahre schon alt wäre. So natürlich, meine ich, sollte gleich spielen können. Brief vom 11. November 1785. Den Leopold habe ich noch keine Geige hören lassen. Ich machte eine Probe ungefähr mit einem messingenen Leichter, wo ich mit einem kleinen Schlüssel unten an der Schale pianissimo und an Forte abwechselnd spielte und dazu sang. In dem Augenblick wurde er so unbeweglich aufmerksam, dass er nicht nur kein Aug von mir abwand, sondern keinen Fuß und keine Hand mehr bewegte, sogar nicht einen Finger, da er sonst ohne Aufhören alles bewegt, dass er sogar die Strümpf, da man sie kaum angelegt, in einer Minute wieder herunterwetzt. Die Menschen konnten ihn anreden, wie sie wollten, es half alles nichts. Er hatte nicht die mindeste Ahnung, Achtung darauf, kurz. Unbeweglich sah er auf mich und den Leichter. 27. Januar 1786. Der Großvater Leopold schon im nächsten Jahr starb, blieb ihm die Enttäuschung erspart. Im späteren Leben seines Enkels stellte sich heraus, dass er völlig unmusikalisch war. Aus den zahlreichen Briefen geht deutlich hervor, mit welcher Liebe Leopold an seinem Enkel, dem Prinzen von Asturien, hing, während sich der leibliche Vater wenig um diesen zu kümmern schien. Nannerl überzeugte sich wiederholt durch Besuche in Salzburg vom Wohlbefinden ihres Sprösslings und übernahm selbst dessen Betreuung, als Vater Leopold nach München und später nach Wien reiste. Allerdings musste Vater Leopold bisweilen den Herrn Sohn Johann Berchtold und Nannerl zum Besuch von Salzburg drängen, worüber er oft ärgerlich war, denn der Schwiegersohn besaß durch seinen eigenen Wagen, war aber zu tief den Ökonomiegeist versenkt. Vater Leopold. Leopold war jetzt für Nannerl, seitdem sie das Vaterhaus verlassen, was sie früher für Wolfgang gewesen war. Das lebendige Salzburger Protokoll. Im nebenstehend abgebildeten Grabe ruhten bereits, das ist jetzt die Abbildung links, Leopold Mozart, der Schwiegervater von Constanze, Genoveva Weber, ihre Tante und Jeanette Berchtold, zu Sonnenburg, ihre Nichte. Auf dem Gedenkstein des Grabmals stehen die Worte: Hier ruht der hochwohlgeborene Herr. Edler Herr von Berchtold zu Sonnenburg, hochfürstlicher Rat, Pfleger und Umgelder von Hüttenstein, dann Mautner zu Lietzelwand zu im 65. Jahre seines Alters und im 42. seiner Amtierung als Pflegeadjunkt und würdiger Pfleger den 26. Hornung 1801 gestorben. Gott verleihe ihm eine selige Urstände. Am unteren Teil des Gedenksteines stehen nachfolgende Verse. Du sankest hin im Schoß der Seligkeiten, die die Hoffnung jenseits uns gebeut. Du lehrtest uns Dornen überschreiten, die der Sturm auf unsere Wege streut. Harre verklärt am Scheidewegen, trockne da der Trennung Träne ab, dass wir froher die Rolle niederlegen, die die Welt uns hier zu spielen gab. Das war Seite 73. Seite 74. Obgleich ihr der Vater die Oberdeutsche Staatszeitung schickte,
hatte er immer viel aus der Stadt zu berichten. Freunde und Bekannte erkundigten sich wiederholt nach Nannerl. Sie war allseits beliebt. Oft schreibt der Vater vom Theater mit seinen wechselnden Truppen, dass den einsam gewordenen immer noch eine Anziehungskraft ausübte, gar wenn es Opern und Singspiele manchmal auch von Wolfgang selber gab. So blieb Nannerl über alle Ereignisse in Salzburg und auch über ihren Bruder in Wien auf dem Laufenden, denn der Vater schickte ihr wiederholt dessen Briefe und Kompositionen oder berichtete über dessen Tun und Schaffen. Auch andere Musikalien und Bücher vermittelte der Vater seiner Tochter oder gab ihr Anleitung zur Ausführung am Klavier durch Bezeichnung der Tempi. Leopold kümmerte sich angelegentlich um Nannerls Instrument und erteilte ihr Ratschläge zu dessen Behandlung. Ganz besonders liegt dem Vater die Gesundheit der Tochter am Herzen. Er erkundigt sich dauernd nach ihrem körperlichen Befinden und hofft stets, dass sie sich vollkommener Gesundheit erfreuen möge. Nannerl meldete ihrem Vater anscheinend jegliche persönliche Unpässlichkeit, zum Beispiel Hitzen, und dieser kann nicht genug Verhaltensmaßregeln geben, Heilmittel empfehlen und Pillen zusenden. Nannerl ist ihrem Vater gegenüber voll Aufmerksamkeit, sie beglückwünscht ihn zum Namenstag und sendet so manchen Beitrag zur Lebenshaltung wie Fische, Krebse, Geflügel, Lemmernis, Hasen und anderes. Oft bringt sie aber auch Wünsche betreffend Besorgungen vor. Sie bedarf im Haushalt vieler Dinge, die sie in St. Gilden nicht beschaffen konnte, so zum Beispiel Schokolade, Kerzen, Garn, anderes. Der Vater besorgt alles gewissenhaft, befasst sich sogar mit dem Verkauf von Silber und Schmuck im Auftrage des Herrn Sohnes und legt über alle Auslagen genaue Rechnung. Was Nannerl dem Vater mitzuteilen hat, notiert sie, dem Beispiel des Vaters folgend, auf Tagebuchblättern. Leider sind diese ebenso wie ihre an den Vater gerichteten Briefe verschollen. Tod des Vaters. Vater Leopold begann im Frühjahr 1787 zu kränkeln. Denn überhaupt hat der Schluss des 67. und Eingang des 68. Jahres meines Alters einen großen Umsturz und Veränderung in meinem alten Körper hervorgebracht. Ganz natürlich, alte Menschen werden nicht mehr jung. Im März 1787 eilte Nannerl zu ihm nach Salzburg, um ihn zu pflegen, woraus sich die zweimonatige Unterbrechung des Briefwechsels erklärt. Des Vaters letzter Brief ist vom 10. und 11. Mai datiert. Zu Pfingsten, das in diesem Jahr auf den 26. und 27. Mai fiel, kam die ganze lärmende Familie Nannerls in das stille Haus Leopolds. Am 28. Mai verschied er in den Armen seiner Tochter. Schmerzerfüllt benachrichtigt ihn Nannerl indirekt und bezugnehmend auf die Verlassenschaft ihren Bruder, und dieser schreibt unter dem Eindruck der Trauerbotschaft einen tief empfundenen Brief. Liebste, beste Schwester, dass du mir den traurigen und mir ganz unvermuteten Todesfall unseres liebsten Vaters nicht selbst berichtet hast, fiel mir gar nicht auf, da ich die Ursache leicht erraten konnte. Gott habe ihn bei sich. Sei versichert, meine Liebe, dass, wenn du dir einen guten, dich liebenden und schützenden Bruder wünschest, du ihn gewiss bei jeder Gelegenheit in mir finden wirst.
Meine liebste, beste Schwester, wenn du noch unversorgt wärest, so brauchte es dieses alles nicht. Ich wüsste, ich würde, was ich schon tausendmal gedacht und gesagt habe, dir alles mit Vergnügen überlassen, da es dir aber nun sozusagen unnütz ist, mir aber im Gegenteil es zu eigenem Vorteil ist, so halte ich es für Pflicht, auf mein Weib und Kind zu denken. Ein weiterer Brief vom 16. Juni befasste sich ebenfalls mit der Verlassenschaftsangelegenheit. Nannerl wollte anfänglich auf die Erbteilungswünsche des Bruders, der sich damals in Geldnöten befand, nicht gleich eingehen, gab aber schließlich nach. Am 1. August erklärte sich Wolfgang mit der ihm zugesprochenen Summe von 1000 Gulden einverstanden. Nannerl sandte ihrem Bruder damals alle Partituren, die in den Händen des Vaters gewesen, nach Wien. Hierüber schreibt sie im Jahre 1799 an die Firma Breitkopf und Sohn. Ich bedauere aber selbst, dass ich nicht einige von seinen jüngeren Kompositionen zurückbehalten habe. Bei uns wären sie doch gut aufgehoben worden, da ich hingegen von sicherer Hand und von einem Augenzeugen erfahren habe, dass seine Partituren bei ihm immer unter dem Klavier herumlagen und die Kopisten davon nehmen konnten, was sie nur wollten. Und ich konnte dieses umso leichter glauben, da mir wohl bekannt war, dass mein Bruder seine älteren Werke immer weniger leiden konnte, je stärker er in seiner Komposition wuchs. Ich zweifle also nicht, dass viele seiner jüngeren Werke verloren gegangen seien. Seite 77. Es war also zwischen den Geschwistern um die geringe Erbschaft eine neuerliche Verstimmung eingetreten, die wohl von der stets auf ihren Vorteil bedachten Konstanze verschuldet worden war. Sie führte schließlich dazu, dass der briefliche Verkehr zwischen den Geschwistern nahezu gänzlich aufhörte. Es sind nur noch zwei Briefe Wolfgangs an seine Schwester bekannt. Im Brief vom 19. Dezember 1787 spricht er von dem Erfolg seiner Oper Don Giovanni und teilt mit, dass er in kaiserliche Dienste genommen sei. Im Brief vom 2. August 1788 stellt sich Wolfgang mit verspäteten Namenstagswünschen ein und berichtet nochmals über seine Anstellung. Diesen Brief schloss Wolfgang Klavierstücke bei. Auch entnehmen wir dem Brief, dass Nannerl mit Michael Haydn, der so viele Jahre an der Seite ihres Vaters in der fürstlichen Hofkapelle wirkte, noch in Fühlung war. Ich möchte gern, dass mir der Haydn seine zwei Tutti-Messen und die Graduale, die er geschrieben in Partitur auf eine Zeit leite, lade ihn zu dir hinaus und spiele ihm von den neueren Sachen vor. Das Trio und Quartett wird ihm nicht missfallen. Nannerl hatte nach dem Tode ihres Vaters ihr Söhnchen Leopold nach St. Gilgen gebracht, wo es an Blattern erkrankte, das aber dank der hingebungsvollen Pflege seiner 16-jährigen Stiefschwester Marianne Berchtold glücklich überstand. Am 17. März 1789 kam Nannerls zweites Kind zur Welt, Jeanette, getauft nach der zweiten Gattin Berchtolds. Am 17. November 1790 wurde das dritte Kind geboren, Maria Babette, das aber schon nach 5 Monaten am 29. April 1791 starb. Wolfgang Amadeus Tod. Tiefer Schmerz ergriff Nannerl, als sie die Nachricht von dem am 5. Dezember 1791 eingetretenen Tode ihres Bruders Wolfgang erhielt
Ungeachtet der Verstimmungen seit der Vermählung Wolfgangs und dem Tode des Vaters muss ihr das Ableben Wolfgangs sehr nahe gegangen sein. Es kam für sie vollkommen überraschend, dass sie seit 2 Jahren mit ihm keinen brieflichen Kontakt mehr hatte und über sein Schicksal nicht unterrichtet war. Als Friedrich Schlichtegroll in dem bei Perthes in Gotha erscheinenden Nekrolog auf 1791 einen würdigen und merkwürdigen Abriss des Lebens wie Mozarts brachte, förderte Nannerl diese Arbeit durch Beiträge und zustimmendes Urteil. Der eigenen seligen Jugendzeit gedenkend, wandte sie sich an den alten Hausfreund der Familie Mozart, den Hoftrompeter Andreas Schachtner, um Mitteilungen über ihres Bruders Kindheit. Schachtner erfüllte ihre Bitte mit einem ausführlichen Brief vom 24. April 1792. 1799 schreibt Marianne Freifrau von Berchtold an die Firma Breitkopf und Sohn: Die Lebensgeschichte meines Bruders betreffend ist mir auffallend, dass sie keine Meldung des Nekrologs von Herrn Professor Schlichtegroll machen, worinnen doch eine echte Biografie meines Bruders enthalten ist und wozu ich auf Ansuchen eines Freundes einen Aufsatz einschickte. Auch sandte ich ihm Auszüge aus Briefen und Schriften und Sinngedichte, die mit viel Würze und Laune geschrieben sind. Ebenfalls an die Firma Breitkopf und Sohn ist ein Brief vom 8. Februar 1800 gerichtet. In diesen schrieb Nannerl: Des Herrn Professor Niemetscheks Biografie machte mein schwesterliches Gefühl gegen meinen so innig geliebten Bruder wieder ganz rege, so dass ich öfters in Tränen zerfloss, da ich erst jetzt mit der traurigen Lage, in der sich mein Bruder befand, bekannt wurde. Ein Jahrzehnt später, nach 16-jähriger Ehe, verlor Nannerl auch ihren Gatten. Johann Baptist Berchtold starb am 26. Februar 1801 in St. Gilgen. In seinem Testament vom 25. September 1798 hatte er der getreuen Gattin ein ehrenvolles Zeugnis ausgestellt und eine auskömmliche Rente, 300 Gulden, zugesichert. Nun litt es Nannerl nicht mehr in St. Gilgen. Sie löste ihren Haushalt auf und siedelte ein halbes Jahr nach Berchtolds Tod wieder zurück in ihre geliebte Geburtsstadt Salzburg. Fünftes Kapitel: Witwe. Wir stehen erschüttert am tragischen Ausgang dieses so hoffnungsvoll begonnenen Lebens und sind geneigt, den Festkranz abzunehmen im Angesicht der Unerbittlichkeit des Schicksals. Der, welcher wandelt diese Straße voll Beschwerden. Doch nein, im Tosen der Gewässer, im Prasseln der Feuergluten klingt hell ein Flötenton und die dunklen Gesichter zerfallen im Anhauch seines Zauberklanges. Lächelnd reicht uns der brüderliche Genius den ewig blühenden Kranz seines Werkes und mit freudiger Hand brechen wir ein goldenes Zweiglein, um es auf den festlichen Tisch unseres Geburtstagskindes zu legen. Hans Schurich bei der Gedenkfeier in Nannerls Geburtszimmer am 30. Juli 1951. Nannerl fand, als sie am 28. Oktober 1801 nach Salzburg zog, im Hause der befreundeten Familie Varisani in der Sigmund-Hafner-Gasse eine freundliche Bleibe.
Aus der gegen den Kollegienplatz gerichteten behaglichen Wohnung konnte sie zu jenem Haus hinübersehen, in dem sie selbst und ihr vielgeliebter Bruder Wolfgang das Licht der Welt erblickt und ihre glücklichen Jugendjahre verlebt, von wo aus sie als Kinder ihre triumphalen Kunstreisen durch ganz Europa gemacht hatten. Oft mag sie Erinnerungen aufgefrischt haben, wenn sie die Briefe des Vaters und Bruders durchblätterte. Sie hatte alles sorgsam aufbewahrt und bisweilen mit dem Vermerk "Beschaut 1803" versehen. Die nun langsam Alternde führte mit ihren Kindern Leopold und Jeanette ein einfaches, geruhsames Leben, war sie doch wirtschaftlicher Sorgen enthoben. Sie widmete sich auch wieder, ohne darauf angewiesen zu sein, dem Klavierunterricht, da zahlreiche Schüler und Schülerinnen aus den bürgerlichen Kreisen großen Wert darauf legten, bei der Schwester des nun schon berühmten Wolfgang Amadeus Mozart Unterricht genießen zu dürfen. Einen weiteren schweren Schicksalsschlag erlitt Nannerl, als sie am 1. September 1805 die Tochter im jugendlichen Alter von 16,5 Jahren durch den Tod entrissen wurde. Sie wurde im väterlichen Grab am St. Sebastians Friedhof bestattet. Im nächsten Jahre starb auch Nannerls Stiefsohn Martin Cajetan von Berchtold. Im Jahre 1807 ihre Stieftochter Marianne, die der Stiefmutter wohl am nächsten gestanden war. Nannerls Sohn Leopold verließ Salzburg im Kriegsjahre 1809 und ging später als königlich bayerischer Beamter nach Tirol. So wurde es um die Witwe immer stiller. Lichtblicke für die alternde Freiin von Berchtold waren die glückliche Heimkehr des Sohnes aus dem Napoleonischen Krieg, seine Verehelichung im Jahre 1816 sowie die Geburt des ersten Enkelkindes Henriette im Jahre 1817. Die Freude über das zweite Enkelkind Cäsar August Ernst zerrannt nur allzu bald, denn es starb schon nach 2 Wochen. Am 20. Oktober 1823, im Alter von 72 Jahren, verfasste Nannerl ihr Testament, in dem sie die Bestattung ihres Leichnams in das geweihte Erdreich zu St. Sebastian, in das Grab des Vaters, ein gewöhnliches Seelenamt und die Verteilung von 30 an die Armen der Stadt Salzburg anordnete. Sie fügte dem Testament auch eine eigenhändige geschriebene Aufstellung ihres Nachlasses bei. Zum Erben ernannte sie ihren Sohn Leopold Freiherrn zu Sonnenburg. Zugunsten ihrer Neffen Karl Thomas und Franz Xaver Wolfgang Mozart, der Söhne ihres Bruders, verzichtete Nannerl auf den Ertrag von Mozarts Requiem, das bei Johann André verlegt wurde und ihr zukommen sollte. Die Briefe, die sie vom Vater erhalten hatte, machte sie ihrer Schwägerin Konstanze zum Geschenk. Nannerl erblindet. Im Alter von 74 Jahren erblindete Nannerl. Sie trug dieses Unglück mit Kraft und Fassung, wie es ihrer starken Natur entsprach. Da sie allgemein beliebt war, besuchten sie Freunde und Bekannte häufig, um sie zu zerstreuen und zu erheitern. Als sie einst den Besuch einer Dame erhielt, der ihr unangenehm war, sagte sie, nachdem dieselbe endlich fortgegangen war, welche Qual sich mit der Person zu unterhalten. Es ist doch ein wahres Glück, das ich nicht sehen kann. Sie verleugnete also nicht einmal in solchen Seelenleid ihre ursprüngliche Heiterkeit. Und im nächsten Jahr ergänzte sie noch 2-mal ihr Testament. Du
durch das Kodizill vom 1. Juli 1827 bestimmte sie, dass sie statt nach St. Sebastian nach St. Peter begraben werden soll, wozu sie sich durch das Verhalten ihrer verhängnisvollen Schwägerin Konstanze veranlasst sah. Nach dem Tode Wolfgangs hatte Nannerl mit Konstanze keinen brieflichen Verkehr gepflogen. Einem Schreiben des Regierungsrates Sonnleitner vom 2. Juli 1819 ist zu entnehmen, dass Marianne seit dem Jahre 1801 keinen Brief von ihrer Schwägerin erhalten hatte, von deren Kindern gar nichts wusste und ihre Wiederverheiratung nur durch Fremde erfahren hatte. Als Nikolaus von Nissen, der zweite Gatte Konstanzes, 1820 Salzburg zum bleibenden Aufenthalt wählte, kam es zwischen den beiden Schwägerinnen offenbar nur zu einem konventionellen Verkehr. Am 26. März 1826 starb Nissen im 66. Lebensjahr. Nun erhob Konstanze Ansprüche auf das Grab, in dem ihr vor 39 Jahren verstorbener Schwiegervater Leopold Mozart ihre vor 21 Jahren verstorbene Nichte, Jeanette Nannerls Tochter, sowie ihre vor 18 Jahren verstorbene Tante Genoveva Weber, die Mutter Karl Maria von Webers Ruten. Konstanze war bei Benutzung der Grabstätte Mozart für ihren zweiten Gatten der Notwendigkeit enthoben, für das Grab zu zahlen, denn damals blieben die Gräber im ungestörten Besitz jener Familien, die sie zu eigen hatten. Vielleicht wird Konstanze an das traurige Begräbnis Wolfgang Amadeus gedacht haben, der als Namenloser in einem Massengrab bestattet wurde, als sie den Entschluss fasste, für ihren zweiten Gatten allerdings, ohne für das Grab bezahlen zu wollen, ein Nissengrabmal auf dem Friedhof St. Sebastian zu errichten. Wolfgang Amadeus Mozarts jüngster Sohn, damals als Musiklehrer in Lemberg, in nichts weniger als glänzenden Verhältnissen lebend, musste auf Verlangen seiner Mutter im August 1826 auf eigene Kosten nach Salzburg kommen, den Tribut seiner kindlichen Dankbarkeit gegen seinen vor einem halben Jahr verstorbenen Stiefvater Nissen dazulegen. Dirigierte in der Kollegienkirche das Requiem seines Vaters Wolfgang Amadeus während eines feierlichen Seelenamtes für Nissen und veranstaltete im Rathaussaal eine musikalische Akademie, aus deren Ertrag der Grundstein zum Nissengrabmal gelegt wurde. Im Sommer des nächsten Jahres dürfte das Grabmal fertig geworden sein, doch wurde in der Inschrift nur Nissens Name angebracht und die Namen der vorher Bestatteten verschwiegen. Jetzt überkam Nannerl anstelle der bisherigen Gleichgültigkeit die tiefste Verachtung gegen die treulose Witwe ihres inzwischen längst weltberühmt gewordenen Bruders. Sie wollte mit Konstanze auch im Tode nichts mehr zu tun haben und änderte ihr Testament. Eine lebenswarme Schilderung aus dem letzten Lebensjahr Nannerls verdanken wir dem englischen Künstler und Musikschriftsteller Vincent Novello, 1781 bis 1861. Als großer Mozart-Verehrer reiste er 1829 nach Deutschland, um Mozarts Schwester aufzusuchen, da er gehört hatte, dass sie krank sei und in dürftigsten Verhältnissen dahin sieche. Novellos Biograf berichtet: Eine unter den zahlreichen Verehrern Mozarts veranstaltete Sammlung ergab einen ansehnlichen Betrag, welcher Novello, dem geistigen Urheber der ganzen Aktion, übergeben wurde, mit dem ihm hochwillkommen Auftrage, ihn eigenhändig Madame Sonnenberg zu überbringen.
Novello schildert den Besuch in seinem Tagebuch unter 15. Juli. Mozarts Sohn kam etwa um 11 Uhr, mich zu seiner Tante Sonnenburg zu führen. Es schien, dass sie aus Besorgnis, wir würden nicht kommen, eine unruhige, schlaflose Nacht verbracht hatte, und wiederholt sprach sie ihr Bedauern aus, dass wir bei unserem ersten Besuch nicht vorgelassen wurden. Bei unserem Eintritt lag die Schwester Mozarts ruhig in ihrem Bette, blind, schwach und fast unfähig zu sprechen. Ihr Neffe erklärte ihr sanft, wer wir seien, und sie schien sehr dankbar für die Botschaft, deren Überbringer wir waren. Während der ganzen Zeit hielt sie ihre arme, kraftlose Hand in der meinen und drückte sie mit der aufrichtigen Herzlichkeit eines alten Freundes ihres großen Bruders. Sie schien besonders erfreut, dass unser kleines Geschenk sie gerade zum Tage ihrer Namenspatronin, der heiligen Anna, 26. Juli, erreiche. Ihr Geburtstag ist der 30. Juli, an welchen Tage sie ihr 78. Lebensjahr vollendet haben wird. Ihre Stimme ist fast erloschen und sie nähert sich offenbar schnell der Grenze, von welcher kein Wanderer jemals wiederkehrt. Ihr Antlitz, obwohl durch Krankheit verändert und vom Alter gezeichnet, zeigt noch starke Ähnlichkeit mit ihrem in Kupfer gestochenen Porträts. Doch ist es schwer zu glauben, dass die hilflose, gebrochene Gestalt, die da vor uns lag, einst das kleine Mädchen war, welches an des Bruders Seite stehend zu seiner Begleitung ihre Stimme ertönen ließ. Nahe dem Bette hing das Originalbild, von welchem Madame Nissen eine kleine Kopie besaß, welche in der Biografie wiedergegeben ist. Es stellt Mozart und seine Schwester auf seinem Klavierspielen dar. Der Vater lehnt mit der Geige an derselben und darüber ist ein eingerahmtes Bild der Mutter zu sehen. Im anstoßenden Zimmer über dem Sofa war ein Kupferstich, von welchem Mozarts Sohn mir sagte, er gelte allgemein für das beste Porträt nach jenen in Madame Nissens Besitz und auch er teile diese Ansicht. Rings um das Zimmer hing eine größere Anzahl Porträts der hervorragendsten Maler, unter denen ich besonders jene von Van Dyck und Rembrandt bemerkte. Auch eine Miniatur von Madame Sonnenburg war zu sehen, sowie eine ihres Sohnes, welche einige Ähnlichkeit mit Leihand zeigte. Ferner noch ein zierliches Miniaturporträt Mozarts. Inmitten des Zimmers stand das Instrument, auf welchem sie so oft mit ihrem Bruder gespielt hatte. Es war eine Art Klavichord mit schwarzen Untertassen und weißen Obertassen, ähnlich unseren Kathedralorgeln. Der Umfang war vom Kontra-F bis zum dreigestrichenen F. Das Instrument war offenbar verfertigt worden, bevor der jetzt übliche Umfang in Gebrauch kam. Der Klang war sanft und besonders die Töne der großen Oktaven bester Qualität. Zur Zeit seiner Herstellung war es zweifellos ein ausgezeichnetes Instrument. Sie können sicher sein, dass ich die Tasten, welche Mozarts Finger einst niedergedrückt, mit größter Ehrfurcht berührte. Mozarts Sohn griff ebenfalls mit sichtlicher Freude einige Akkorde. Die Tonart, welche er wählte, war C-Moll, und so flüchtig sie waren, verrieten sie doch sofort den vollendeten Musiker. Auf dem Pulte waren zwei Musikstücke, die letzten, welche Mozarts Schwester gespielt, ehe sie sich 6 Monate zuvor für immer zu Bett legen musste. Es war O cara Armonia aus ihres Bruders Oper Die Zauberflöte und das Menuett aus seinem Don Giovanni.
ein ergreifendes Zeugnis ihrer zärtlichen, schwesterlichen Liebe, die mit feinstem musikalischen Geschmacke verbunden seine Schöpfungen über alles stellte. 2 Tage vor unserer Ankunft hatte sie gewünscht, aus dem Bett gehoben und ans Klavier getragen zu werden. Beim Versuche zu spielen fand sie, dass die rechte Hand zwar noch einige Passagen ausführen konnte, doch die linke Hand nicht mehr imstande war, die Tasten niederzudrücken. Sie hatte jede Kraft verloren. Als wir uns von dieser verehrungswürdigen und interessanten Frau verabschiedeten, konnte Mary, Novellos Gattin, und ich uns nicht zurückhalten, ihre schwachen, abgezehrten Hände zu küssen. Leider in der Überzeugung, sie niemals wieder zu sehen, denn dieser Zustand völliger Erschöpfung konnte wohl nicht mehr lange andauern. Besonders wohltuend wirkte es, die achtungsvolle und herzliche Vertraulichkeit zu beobachten, mit welcher Mozarts Sohn der Kranken entgegenkam. Er nannte sie wiederholt meine liebe Tante und bemühte sich aufs Äußerste, alle ihre Wünsche zu erraten und auszuführen. Annal starb am 29. Oktober 1829 um 11:30 Uhr im Alter von 78 Jahren und wurde ihren letzten Willen gemäß in der Kommunegruft auf dem Friedhof zu St. Peter bestattet. Die beiden damals in Salzburg bestehenden Zeitungen, das Salzburger Amts- und Intelligenzblatt und die Salzburger Literaturzeitung, melden nichts vom Ableben der Schwester Mozarts oder von einer Gedenkfeier. Eine solche widmete ihr aber Novello. Zu ihrem Gedächtnis und als Huldigung für ihren Bruder veranlasste er eine feierliche Aufführung von Mozarts Requiem in der Kapelle der South Street in London. Ihren Bruder hatte Nannerl um 38 Jahre, ihren Gatten um 28 Jahre überlebt. Ihr Sohn Leopold Freiherr von Berchtold zu Sonnenburg ließ der von ihm aufrichtig verehrten Mutter eine bescheidene Gedenktafel in der St. Peter Stiftskirche zu Salzburg errichten, an der Seite des Grabmales Michael Haydns, des Freundes der Familie Mozart. Die Gebeine ruhen längst nicht mehr in diesem Grab, man pflegte die irdischen Reste der in der Kommune Gruft bestatteten nach einer gewissen Zeit zu entfernen. So erinnert dort nur noch ein schlichtes Holzkreuz mit einem kleinen Bild an Nannerl, das wir wohl stark nachgedunkelt, so gut dies die heutige Reproduktionstechnik überhaupt ermöglicht, im Bildteil dem Leser zeigen. Das ist auf Seite 81. Ausklang. Anlässlich der 150-Jahr-Feier der Geburt Wolfgang Amadeus Mozarts wurde in Salzburg von der Internationalen Stiftung Mozarteum das 7. Musikfest veranstaltet, während dessen Verlauf im August 1906 am Geburtshaus der Mutter Mozart, das der Schwester Nannerl während ihrer Ehe als Wohnhaus diente, am alten Pflegsgerichtsgebäude zu Zankilden am Abersee eine Marmorgedenktafel errichtet. Sie zeigt die Porträts von Mutter und Tochter. Es war eine späte, aber doch sinnige Ehrung für diese beiden Frauen, die im Leben des großen Wolfgang Amadeus so unendlich viel bedeuteten. Salzburg, das sich rühmt, die Mozartstadt zu sein, hat alle Ursache, das seinem größten Sohn bei Lebzeiten zugefügte Unrecht gut zu machen. Tatsächlich bemühten sich seit mehr als 100 Jahren idealgesinnte Kreise Salzburgs, ihrer Verpflichtung Wolfgang Amadeus Mozart gegenüber gerecht zu werden. Im Laufe der Jahrzehnte wurden die von der Internationalen Stiftung Mozarteum
betreuten Mozart-Gedenkstätten für Tausende und Abertausende das Ziel einer Kunstwallfahrt. Nur wenige aber, und dies ist wohl begreiflich, mochten ihre Schritte zur stillen Seitenkapelle in der Stiftskirche St. Peter gerichtet haben, zum schlichten Erinnerungsmahl für Nannerl Mozart. Wer immer aber das Wesen dieser bedeutenden, selbstlos sich aufopfernden Frau erkennt und ihr Schicksal teilnahmsvoll verfolgt, wird ihr aufrichtige Liebe und höchste Achtung zollen. Ja, das war Nannerl von Walter Hummel.